Ja, ich möchte Sie ganz herzlich zum zweiten Panel an diesem Nachmittag begrüßen. Wir haben ein relativ dichtes Programm vor uns. Sie sehen, ich sitze hier mit insgesamt 4 Vortragenden am Panel. Ganz am Anfang möchte ich noch mal ganz was anderes noch erwähnen, und zwar es läuft aktuell bis Ende des Monats im Schütte-Lihotzky-Raum noch die Ausstellung, die sich mit dem Thema Wohnen befasst, und morgen, wer Interesse hat, morgen um 11 Uhr, es liegen auch die Flyer drauf, also Entschuldigung, genau, am Donnerstag, morgen haben wir ja noch Tagung, am Donnerstag um 11 Uhr gibt es exklusiv mit der Kuratorin, mit Christine Zwingl, eine Führung in der Ausstellung. Wer Interesse hat, bitte hingehen und anschauen, mit Führung von Christine Zwingl. Ich komme nun zu unserem Panel, das den Titel, wir haben lange danach gesucht, wie wir das betiteln sollen, der den Titel Begegnungen trägt, mit verschiedenen bedeutenden Persönlichkeiten oder auch wichtigen Persönlichkeiten, die für Schütte-Lihotzky im Leben und Werk eine Rolle gespielt haben. Man hätte natürlich mit gutem Recht auch andere Personen oder andere Persönlichkeiten auswählen können. Ich beginne zunächst mit einem Vortrag von Günter Sandner, den ich kurz vorstellen möchte. Er hat studiert Politikwissenschaften, Geschichte, Germanistik und Kommunikationswissenschaften in Salzburg, wo er auch regelmäßig seit 1997 in der Lehre ist, und genauso an der Universität Wien, wo er seit 2002 lehrt. Er hat, das finde ich interessant, seine Diplomarbeit zu 2 Fallstudien aus Kunst und Politik in Österreich verfasst, die unter dem Titel Kulturkämpfe unter anderem Riedlitschkas Mahnmal gegen Faschismus und Thomas Bernhards Stück Heldenplatz behandelt haben. Die Dissertation berührt ein anderes der vielen Forschungsfelder von Günter Sandner und trägt den Titel Naturaneignung und Kulturmission, Diskurse zum Naturproblem im sozialdemokratischen Lager Österreichs und Deutschlands. Er hat ein breites Forschungs- und Arbeitsfeld, dabei sind Wissens- und Wissenschaftsvermittlung in zahlreichen Forschungsprojekten und Publikationen ein Thema. Zu diesen Projekten gehören unter anderem FEF-Projekte, die Politik des Kulturellen und die Demokratisierung des Wissens. Er ist vielfach Senior oder Research Fellow, unter anderem am IFK in Wien, am Center for Advanced Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und aktuell am Botstieber Institute for Austro-American Studies. Besonders hervorheben möchte ich in unserem Kontext das FEF-Projekt zu Otto Neurath am Institut für Politikwissenschaften und wiederholt FEF-Projekte am Institut des Wiener Kreises an der Uni Wien. Das ist überhaupt so ein ganz spezielles Forschungsgebiet. Dazu das Projekt Die Politik des logischen Empirismus 2012-16 und aktuell, jetzt gerade laufend, das Projekt Isotope, Origin, Development and Legacy. Seine Publikationen kreisen um die eben genannten Forschungsbereiche, den Wiener Kreis, Austromarxismus, Sozialdemokratie in Österreich in Praxis und Theorie und zu Otto Neurath im Speziellen. Er hat zuletzt 2017 eine spannende Doppelbiografie zu Rosa und Anne Shapira herausgegeben. Letztere, die jung verstorbene Politaktivistin und Ehefrau von Otto Neurath, gemeinsam mit einer anderen Referentin, Burcito Gramacci. Und last but not least, 2014 im Schollner Verlag erschien Otto Neurath, eine politische Biografie. Ich freue mich auf den Vortrag über diesen recht unkonventionellen Mann und Denker und seine Beziehungen zu Schütte-Lihotzky. Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Ich beginne meinen Vortrag mit einem Zitat. Neurath war ein Hühne, groß und stark, mit einem langen roten Bart und kahlem Kopf, auf dem er einen riesigen schwarzen Schlapphut trug. Eine auffallende Andreas Hofer-Gestalt, nach der sich die Leute auf der Straße umdrehten. Mit diesen Worten beschrieb Margarete Schütte-Lihotzky Otto Neurath wiederholt, zuerst 1982 im von Friedrich Stadler herausgegebenen Band Arbeiterbildung in der Zwischenkriegszeit und schließlich, aber ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben, wir haben das heute gehört, in ihrem sicherlich allseits bekannten Buch Warum ich Architektin wurde.
Auf diese relativ späten Erinnerungen schütte Lichotzky an Otto Neurath, die wiederum mit der relativ späten Wiederentdeckung von dessen Werk im deutschsprachigen Raum zusammenhängen, komme ich gegen Ende noch einmal zu sprechen. Davor erzähle ich, kurz habe ich gehört, soll es sein, die Geschichte einer Freundschaft und die Geschichte einer Entfremdung. Zwei Geschichten, die zwar nicht unmittelbar einander ablösen, die sich aber dennoch chronologisch sozusagen nicht genau voneinander abgrenzen lassen, obwohl sie aneinander anschließen. Dieses Bild von Otto Neurath entspricht nicht ganz der Beschreibung von Schütte-Lichotzky, aber es ist ein Bild, das 1919 aufgenommen wurde, ungefähr zu der Zeit oder kurz vor der Zeit, zu der Neurath nach Österreich zurückkam. Otto Neurath wurde 1882 geboren, war also rund 15 Jahre älter als Schütte-Lichotzky und die Zeit ihres Kennenlernens war in den frühen 1920er Jahren. Neurath war im Juli 1919 wegen seiner Funktion als Präsident des Zentralwirtschaftsamtes in der Bayerischen Revolution bzw. während der beiden Münchner Räterepubliken wegen Beihilfe zum Hochverrat zu 1,5 Jahren Festungshaft verurteilt worden. Nach massiven politischen und diplomatischen Interventionen und monatelangen Verhandlungen zwischen der österreichischen und der bayerischen Regierung kam er schließlich im Februar 1920 zurück nach Wien. Dort engagierte er sich nach Arbeiten in der Betriebsräteschulung und für ein relativ kurzlebiges Forschungsinstitut für Gemeinwirtschaft in der Siedlerbewegung, über die wir heute ja von Sophie Hochhäusl schon einiges gehört haben. Die Siedlerbewegung sollte jedenfalls sein erster mehrjähriger Versuch sein, in seiner Geburtsstadt Wien an seine gemeinwirtschaftlichen Projekte anzuschließen, die er als Ökonom entwickelt hatte. Er übernahm im Januar 1921 die Leitung des neu gegründeten Hauptverbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen und wurde im Oktober desselben Jahres Generalsekretär des österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen, dessen Gründung er selbst vorbereitet hatte. Dieser Zusammenschluss der Siedlungsgenossenschaften und Kleingartenvereine in einem Verband war sicherlich Neuraths große organisatorische Leistung. Grete Lichotzky kam Mitte 1920 zurück nach Wien, und zwar aus Holland, wo sie als Begleitperson von ärmlichen, hungerleidenden Wiener Kindern mehrere Monate lang gewesen war. In einem Interview aus dem Jahr 1984 gibt sie den Zeitraum dieser Rückkehr mit ungefähr im Juni an. In Wien nimmt sie zunächst an einem Wettbewerb für eine Kleingartenkolonie am Schafberg teil, lernt in der Folge den Leiter des Siedlungsamtes Max Ermers und durch diesen wiederum im Herbst 1920 Adolf Loos kennen. Loos motiviert sie schließlich zur Mitarbeit in der Siedlungsbewegung. Sie arbeitet von ca. 1922 bis 1925 im Baubüro des österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen als Architektin. Hier lernten sich Otto Neurath und Grete Lichotzky kennen. Lichotzky schreibt: Meine Arbeit brachte mich Jahre hindurch täglich mit Neurath zusammen. Außerdem war ich auch persönlich mit ihm befreundet. Lichotzky war auch verantwortlich für die Gründung der Warentreuhand innerhalb des Siedlerverbandes, die es den Siedlern ermöglichen sollte, passende und günstige Möbel zu erwerben. Durch Otto Neurath erhielt sie ihren ersten Gemeindeauftrag. Sie wirkte am 1924 errichteten Winarski-Hof im 20. Bezirk mit. Insgesamt waren es dennoch aber nur wenige Jahre dieser freundschaftlichen Zusammenarbeit, denn Lichotzky erkrankte 1924 an Tuberkulose und als sie wieder aus dem Krankenstand zurückkam, auch das haben wir heute schon gehört, war die Siedlerbewegung nicht mehr in dem Ausmaß aktiv, wie sie es einst gewesen war, und vor allem war Otto Neurath nicht mehr Teil der Siedlerbewegung. Auch deswegen, weil die Stadt ihre Wohnbaupolitik stärker auf innerstädtischen Geschosswohnbau bzw. auf die Gemeindebauten umgestellt hat. In einer Interviewpassage, in der 1990 fertiggestellten und aus mehreren Gründen recht bemerkenswerten ORF-Dokumentation über Otto Neurath, sie trägt den Titel Der unbekümmerte Denker, die wenigsten werden diese Dokumentation kennen, spricht sie in einer Passage, in der sie eingeblendet wird, von 3 bis 4 Jahren, die sie und Neurath gemeinsam in der Siedlerbewegung aktiv gewesen wären.
Grete Lichotzky war in dieser Zeit aber auch in die Gründung des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums zumindest indirekt involviert. Das war also jenes Projekt, mit dem Neurath seine bekannte Wiener Methode der Bildstatistik etablierte, deren Piktogramme oder Signaturen, wie das auch geheißen hat, wir auch heute noch hauptsächlich unter dem Namen Isotype kennen. Das schildert sie unter anderem in ihrem Beitrag für das zeitgeschichtliche Buchprojekt Vertriebene Vernunft. Otto Neurath habe einfach ein kurzes Exposé für ein Museumsprojekt geschrieben und sei mit dem Taxi zu den führenden Leuten der Stadtverwaltung, zu Parlaments- und Gemeinderatsabgeordneten gefahren. Wörtlich schreibt sie, mit nichts anderem in der Tasche als zwei von Seitz, Renner, Deutsch und anderen unterschriebenen Blatt Papier kam er triumphierend, lachend zum Taxi zurück. Das war der allererste Anfang des Wiener Museums für Siedlungs- und Städtebau, aus dem sich dann ab 1925 das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum entwickelte, das später weltberühmt werden sollte, so Schütte Lichotzky. Wieso Grete Lichotzky damals das so genau wissen konnte? Ich fuhr mit ihm, heißt es in diesem Text. Das muss also im Jahr 1923 gewesen sein. Was lässt sich nun über die Freundschaft zwischen den beiden sagen? Hören wir zunächst, wie Grete Schütte-Lichotzky Otto Neurath im Rückblick beschreibt. Neben seiner so aktiven, von Vernunft beherrschten, vielseitigen Tätigkeit schrieb er damals auch Märchen und malte auf Holz kleine, fantasievolle, ineinander verschlungene Tiere in einer minutiösen Art. In diesem Riesen, Klammer auf, Neurath unterzeichnete Briefe und Karten statt mit seinem Namen immer mit Elefanten, mit heiteren und traurigen, lachenden und weinenden, laufenden, springenden, sitzenden, Klammer zu, wohnte eine subtil reagierende, fantasievolle Empfindsamkeit. Einige dieser Märchen und Malereien befinden sich noch heute in meinem Besitz. Im Nachlass von Margarete Schütte-Lichotzky gibt es tatsächlich eine Sektion, die einige dieser Märchen und Malereien von Neurath enthält. Zumindest teilweise sind diese literarischen Texte Neuraths später auch veröffentlicht worden, etwa in der Zeitschrift Die Waage oder im österreichischen Arbeiterkalender. Otto Neurath trat zunächst nicht als namentlicher Verfasser dieser Geschichten in Erscheinung. Er erfand für diese Geschichten nicht nur die chinesischen Figuren, sondern er fand auch die passenden chinesischen Autoren dazu. Einen Laissez-faire etwa, der gleich mehrere Texte verfasste. Obwohl die Originale gar nicht existierten, um deren Übersetzung es sich bei diesen Texten nur scheinbar handelte, tauchte der Name Laissez-faire sogar in einer deutschsprachigen Literaturgeschichte Chinas auf. Das Ei landete also, wie Sebastian Meisel einmal geschrieben hat, im Nest des Literaturhistorikers. Auch der Name des Übersetzers der chinesischen Geschichten war eine fiktive Person, ein Peter Zirngiebel aus Dresden, gleichzeitig übrigens auch ein Autorenpseudonym von Otto Neurath, mit dem er zumindest auch einen Artikel in diesen Jahren zeichnete. Einer dieser Texte, das Typoskript Der gestaltende Gott, Herbstgedanken 1923, trägt die Widmung meiner lieben gestaltenden Freundin. Es handelt sich um eine gleichnishafte Geschichte über den gestaltenden Genius, um die Utopie einer neuen Zeit, um Hindernisse und Widerstände auf dem Weg dorthin, aber auch um Zuversicht, um Ermunterung, formuliert in einer Sprache, die sich doch markant von den wissenschaftlichen und politischen Texten Neuraths unterscheidet. Eine weitere Geschichte im Nachlass ist einer Li-H gewidmet, und zwar gewidmet von dem Maßlosen, auch das zeige ich kurz, also einer weiterer wieder Li-H, dem tanzenden Sonnenstrählchen, das haben wir glaube ich, nein, das war hier, das war eh hier, dem tanzenden Sonnenstrählchen. Und diese Li-H stand ohne Zweifel für Grete Lichotzky. Und wer der Maßlose war, ist auch nicht schwer zu erraten. All dies lässt jedenfalls auf eine sehr vertraute Beziehung schließen.
Neurath schrieb, was vermutlich die wenigsten wissen, solche literarischen Texte relativ regelmäßig von den frühen 1920er Jahren bis etwa 1930. Es sind Parabeln und Lehrgespräche, die in einer gewissen Weise eine heitere Gegenwelt, eine Welt der Liebe, des Glücks, ein Schlüsselbegriff seiner Ethik und seiner utopischen Schriften entwerfen, ein Gegenentwurf vor allem auch zu Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, dem er sich bekanntlich ausführlich in seinem Anti-Spengler von 1921 gewidmet hatte. Die Spannung zwischen der erwünschten Fähigkeit zur Ausbildung individueller Lebensformen einerseits und der kollektiven Durchsetzung von Glücksansprüchen andererseits ist ein immer präsentes Thema in diesen literarischen Texten, die sich vielleicht nicht sprachlich, doch aber inhaltlich mit dem wissenschaftlichen und politischen Werk von Neurath verbinden lassen. Neben diesen Texten gibt es in Schütte-Lichotzkys Nachlass zumindest eine Malerei Neuraths. Es ist diese Weihnachtskarte aus dem Jahr 1922. Interessanterweise löst diese kleine Sammlung von Dokumenten auch eine der offenen Fragen in der Neurath-Biografie, nämlich jene, warum in so vielen Briefen, und es gibt wirklich sehr viele Briefe an Otto Neurath, dieser von Freundinnen und Freunden aus der Wiener Zeit niemals Otto, sondern immer Peter genannt wird. Und dafür findet sich hier der Grund. Otto Neurath, also als Peter Pan, das unternehmungslustige Kind, das niemals erwachsen wird. 1926 geht Grete Lichotzky nach Frankfurt. Es ist nicht viel über den Kontakt zwischen den beiden in den folgenden Jahren bekannt. Ich werde vielleicht die Weihnachtskarte zeigen. 1932 in der Wiener Werkbundsiedlung treffen ihre Werke in gewisser Weise wieder aufeinander. Schütte-Lichotzky entwarf bekanntlich für das Siedlungsprojekt zwei würfelförmige Hauseinheiten. Als die Werkbundsiedlung aber gebaut wurde, lebte sie in Moskau und konnte die Bauausführung vor Ort nicht überwachen. Otto Neurath wiederum war auf vielfältige Art und Weise in dieses Siedlungsprojekt involviert. Manche erinnern sich vielleicht an das von Neuraths Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum geschaffene Miniaturmodell der Siedlung, das bei der noch nicht lange zurückliegenden Ausstellung über die Werkbundsiedlung im Wien-Museum gezeigt wurde. Er spielte jedenfalls eine Rolle in Planung und Konzeption, machte selbst Führungen und schrieb zwei Artikel in der Arbeiterzeitung zu Beginn und zu Ende der Werkbundsiedlung der Ausstellung darüber. Begegnet sind sie sich in der Wiener Ausstellung aber wohl nicht. Ich komme nun zur Geschichte einer Entfremdung, wie ich das genannt habe. Margarete Schütte-Lichotzky, wie sie sich nach ihrer Heirat nannte, verbrachte nach ihrem Aufenthalt in Frankreich die Jahre 30 bis 37 in Moskau. Nach Aufenthalten in London und Paris wird sie nach Istanbul berufen. Noch bevor sie nach Istanbul ging, von Paris aus, besuchte sie Otto Neurath und seine damalige Mitarbeiterin und spätere Frau, Marie Reidemeister, in deren damaligen Exil in Den Haag. Dieser Besuch, so scheint es, führte zu einem Zerwürfnis. In ihren Erinnerungen beschreibt Schütte-Lichotzky diesen damaligen Besuch mit folgenden Worten. 1937 besuchte ich ihn, also Otto Neurath, in Den Haag. 5 Tage wohnte ich in seinem Haus, doch waren es quälende Tage. Wir verstanden uns politisch nicht mehr. Es gab endlose, fruchtlose Debatten. Marie Reidemeister wollte vermitteln, ich selbst wollte politische Themen gar nicht mehr berühren. Schließlich gab es ja noch vieles andere, das uns verband. Er aber kam immer wieder auf politische Fragen zurück und quälte sich und mich, ohne dass die so sehr gewünschte Annäherung zustande kam. Hier zeigte sich, wie beharrlich er sein konnte, Vor- und Nachteil zugleich in seinem Leben. Mit verzweifeltem Gesicht, das ich nie vergessen werde, stand er am Bahnsteig in Den Haag, als mein Zug abfuhr. Damals sah ich ihn zum letzten Mal. Worin bestanden also diese politischen Differenzen? Im Roten Wien waren beide, Otto Neurath und Grete Lichotzky, Mitglieder der österreichischen Sozialdemokratie gewesen. Otto Neurath war der Partei bereits 1918 beigetreten, Grete Lichotzky 1923. Im Unterschied zu Neurath trat sie aber, auch das haben wir heute schon mal kurz gehört, 1927 wieder aus. Sie schreibt dazu Folgendes.
Nach den Ereignissen des 15. Juli 1927, also eines der traumatischen Ereignisse der Geschichte der Ersten Republik in Österreich, trat ich nach 2,5-jähriger Mitgliedschaft mit einem pathetischen Brief aus der österreichischen Sozialdemokratischen Partei aus. Indirekt hatte Otto Neurath übrigens mit diesem Austritt zu tun, wenn wir der Darstellung Schütte-Lichotzkys folgen. Neurath brachte sie nämlich, als sie nach Frankfurt ging, mit dem ihm bekannten sozialistischen Ökonomen Karl Grünberg zusammen. Grünberg, nach der Einschätzung des umstrittenen österreichischen Publizisten Günther Nenning, der Vater des Austromarxismus, leitete dort das später berühmte Frankfurter Institut für Sozialforschung. Wie aber beeinflusste dieser Grünberg nun Schütte-Lichotzky? Sie schreibt: Karl Grünberg war es, der mir die Augen über die österreichische Sozialdemokratie öffnete und mir bewies, dass sie das Land nicht zum Sozialismus führen werde. Trotz ihrer grundsätzlich positiven Haltung zur Sowjetunion wurde sie aber weder in Frankfurt noch in Moskau Mitglied bei der Kommunistischen Partei, sondern erst während ihres Aufenthalts in der Türkei im Jahr 1939 im Kontext des kommunistischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Auch davon haben wir heute schon gehört. Auch Neurath hatte bereits persönliche Erfahrungen in der Sowjetunion gesammelt. Er kooperierte mit einem bildstatistischen Institut in Moskau, dem ISOSTAT, in den Jahren 1931 bis 1934. Ein kleines Team sollte sowjetischen Mitarbeitern die Wiener Methode der Bildstatistik beibringen. Wegen dieser Zusammenarbeit wurde ihm vor allem später sowjetische Propaganda vorgeworfen. Auf die Details dieser Kooperation kann ich hier natürlich nicht eingehen. Sie endete aber in jedem Fall auch materiell für ihn negativ, weil eine abschließende Ratenzahlung von $6,000 seitens der sowjetischen Stellen nicht mehr ausbezahlt wurde und Neurath, als er nach den Februarereignissen 1934 ins niederländische Exil gegangen war, nun mehrere Jahre lang massive Geldprobleme hatte. Neurath setzte zwar auch gewisse Hoffnungen in die Sowjetunion und wollte sich die Gelegenheit vor allem zu einer Verbreiterung seiner bildstatistischen Methode nicht entgehen lassen. Es gab auch in mehreren anderen Ländern Büros oder Dependancen, aber er blieb Zeit seines Lebens Sozialdemokrat und auch für die Kooperation mit Moskau hatte er im Vorfeld das Einverständnis der Partei eingeholt. In Briefen aus der Zeit bezeichnet er sich, soll ich nun sagen, ironisch oder zynisch, als Sozialfaschist, also mit der diffamierenden Bezeichnung der Kommunisten für die Sozialdemokraten aus dieser Zeit. Obwohl er keinen Text hinterlassen hat, den man als geschlossene Auseinandersetzung mit der Sowjetunion bezeichnen könnte, zeigen viele handschriftliche Anmerkungen in seinen Büchern, dass er distanziert war. Marie Neurath schreibt später, dass ihn die immer mehr zutage tretende Unmenschlichkeit erschüttert habe. Wie aus einem späteren Brief Schütte-Lichotzkys hervorgeht, haben sie und Neurath sich in Moskau auch getroffen. Diese Gespräche wären damals, so schreibt wiederum Marie Neurath später, die als Marie Reidemeister damals ja dabei gewesen war, später an Schütte-Lichotzky, diese Gespräche wären also von einer freundlichen Skepsis gegenüber der Sowjetunion geprägt gewesen, also von beiden Seiten. Die politische Auseinandersetzung klingt noch im Brief zwischen Marie Neurath und Schütte-Lichotzky 1981 nach, den die beiden anlässlich der Herausgabe von Arbeiterbildung in der Zwischenkriegszeit führten. Also Schütte-Lichotzky schreibt darin den Beitrag »Mein Freund Otto Neurath«. Marie Neurath war zwar nicht Herausgeberin dieses Buches, sie las aber den Text, aus dem ich zu Beginn zitiert habe, Korrektur, wie auch der Herausgeber Friedrich Stadler. Diese beiden Korrekturvarianten sind erhalten, kann man nachvollziehen. Schütte-Lichotzky hatte Otto Neurath im Zusammenhang mit dem Streit in Den Haag in einer ersten Textvariante als Teil der äußersten Rechten innerhalb der Sozialdemokratie verortet. Marie Neurath widerspricht nun entschieden. Zitat: Bei Neurath ist keine Rechtsbewegung eingetreten. Marie Neurath wiederum bezeichnete Schütte-Lichotzky als gläubige Kommunistin, beziehungsweise wörtlich: Für uns war das Unglück, dass Sie ein gläubiger Kommunist geworden waren. Schütte-Lichotzky entgegnete entschieden: Ich war damals nicht Kommunistin und fühlte mich nicht so und kann deswegen auch nicht sagen, dass ich es war und schon gar nicht gläubig.
Neurath, so schütte Lichotzky, habe damals in Den Haag immer wieder das Gespräch auf die Sowjetunion gebracht. Sie sei in argumentative Bedrängnis gebracht worden. Sie wollte gar nicht mehr darüber reden, er aber habe einfach nicht aufgehört. Was waren nun die Folgen dieses Zerwürfnisses? Offensichtlich eine politische und wohl auch persönliche Entfremdung, keineswegs aber ein vollständiger Bruch. Ein Brief vom 14.11.1938 aus Istanbul, der einzige von Schütte-Lichotzky ihm an Briefen nicht gerade armen Nachlass in der österreichischen Nationalbibliothek, zeigt, dass der Kontakt nur rund ein Jahr später nach dieser Auseinandersetzung wieder aufgenommen worden ist. Sie lädt ihn und Marie Reidemeister nach Istanbul ein, verweist auf die schöne Wohnung, den Blick und das Gästezimmer. In ihren Erinnerungen schreibt Schütte-Lichotzky, sie habe nach dem Krieg erfahren, dass Otto Neurath von ihrer Verurteilung zu einer Zuchthausstrafe im nationalsozialistischen Wien erfahren habe. Neurath habe daraufhin eine Geldsammlung organisiert, um ihr ein Leben in der ersten Zeit der Freiheit zu ermöglichen. Zitat: Diese rührende Haltung beweist, dass ich in ihm einen guten, treuen und fürsorglichen Freund verloren habe, der meine Jugendjahre verschönt und auf meine Entwicklung einen nicht unbedeutenden Einfluss ausgeübt hat. Nach dem Ende von Krieg und Nationalsozialismus versuchte Margarete Schütte-Lichotzky, ihr auch berufliches Leben in Wien wieder neu zu organisieren. Ihre Arbeitsmöglichkeiten waren nicht zuletzt, auch das haben wir heute gehört, aus politischen Gründen eingeschränkt. Immer wieder wird auch in der Literatur darauf verwiesen, dass sie ihre Kompetenz und ihre Erfahrung nun nicht mehr einbringen konnte oder viel zu wenig. Über Otto Neurath schrieb sie, Zitat: Im Herbst 1945 wollte er nach Österreich zurückkehren, doch ereilte ihn einige Tage vor der geplanten Abreise ein plötzlicher Tod. Doch in Wahrheit hatte Otto Neurath seine Zukunftspläne bereits auf seine neue Heimat England konzentriert, wohin er im Mai 1940 aus Den Haag vor den Nazis geflohen war. Es war sein plötzlicher und auch etwas überraschender Tod am 22. Dezember 1945 in Oxford, der diese Pläne durchkreuzte. Vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich möchte gleich weitergehen. Unsere nächste Vortragende ist Antje Senaclons de Grossi. Sie ist seit 2010 Architekturhistorikerin am Institut für Architekturtheorie, Kunst und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität in Graz. Seit 2016 Assistenzprofessorin, hat in Graz, Wien und Paris Kunstgeschichte ursprünglich studiert, war unter anderem im interdisziplinären Forschungsnetzwerk zur modernen Zentraleuropa um 1900, ein FFF-Projekt, und hat verschiedene Projekte unter anderem zur Architektur vergessen, also die sozusagen die Vice Versa Folie des Erinnerns zu jüdischen Architekten in Graz gemeinsam mit Heidrun Zettelbauer durchgeführt und dann in Folge auch publiziert. Derzeit arbeitet sie zum Thema Lager oder dem Typus des Lager in der modernen Architektur, am Beispiel der Flüchtlingslager in der Habsburger Monarchie im Ersten Weltkrieg. Sie hat erst kürzlich bei dem Otto-Wagner-Tag speziell auch zu diesem Thema vorgetragen. Generell liegen die Arbeitsschwerpunkte im Spannungsfeld zwischen Architektur, Politik, Gesellschaft. Sie beschäftigt sich mit den Reformbewegungen der Moderne, Werkbund, Heimatschutz, Heimatschutzbewegung und als roter Faden auch immer mit Kanonisierungsprozessen in der Architekturgeschichte. Wichtige Publikationen sind neben modernem Stil und heimischem Bauen, beides unter Anführungsstriche zu verstehen, in der Architekturreform in Graz um 1900, Keine Würfelwelt, auch zu Architekturpositionen der bodenständigen Moderne, also auch diese verschiedenen Facetten der Moderne, das schon erwähnte Projekt zur Architektur vergessen und in unserem Kontext relevant mit Heimo Halbreiner gemeinsam die Publikation Totes Leben gibt es nicht, Herbert Eichholzer, 1903 bis 1943, Architektur, Kunst und Politik. Um Herbert Eichholzer und seine Beziehungen und seine Bedeutung für Margarete Schütte-Lichotzky wird es auch in ihrem Vortrag gehen. Ja, vielen Dank.
für die Einladung zu diesem Symposium und für die Vorstellung. Ich, wie der Titel sagt, werde mich als Architekturhistorikerin mit einer Beziehung zwischen diesen beiden Personen beschäftigen, die aber im Konkreten weniger die Architektur verbindet, sondern eben andere Themen oder andere Anliegen, andere Notwendigkeiten. Also die Architektur steht eigentlich im Hintergrund. Also insofern ist das bitte als ein Versuch zu verstehen. Die Beziehung zwischen diesen beiden Personen, nämlich Schütte-Lihotzky und Eichholzer, ist eine sehr unsymmetrische. Herbert Eichholzer wurde gerade einmal 39 Jahre alt, Schütte-Lihotzky 102, wie wir wissen. Also rein aufgrund der Quellenlage besteht ein riesiger Unterschied. Ich habe bis vor 3 Stunden gedacht, dass es keine Stellungnahme von Eichholzer gibt in den Quellen. Zu Schütte-Lihotzky habe ich von Thomas Flierl vorhin erfahren, dass es da eine Stellungnahme von Eichholzer zu dem Ehepaar Schütte gibt bei der deutschen Sektion der Komintern. Also da bin ich schon sehr gespannt darauf. Also es ist eine einseitige Beziehung, was die Quellen betrifft, und es ist auch mein Wissen ist auch unsymmetrisch. Ich weiß sehr viel oder relativ viel zu Herbert Eichholzer und habe mich jetzt zu Schütte-Lihotzky eingearbeitet für dieses Symposium. Ende September 1945, wenige Monate nach Kriegsende, veröffentlichte Margarete Schütte-Lihotzky einen zweiseitigen Text in der Broschüre, es ist also ein kleines Heft, ein kleines Buch, zur Gedenkfeier Unsterbliche Opfer gefallen im Kampf der Kommunistischen Partei für Österreichs Freiheit. Unter dem Titel Ein Architekt des Volkes zeichnete sie Leben und Werk des Grazer Architekten Herbert Eichholzer nach, der 1943 in Wien wegen Vorbereitung zum Hochverrat hingerichtet worden war. Sie schrieb von seiner Spezialisierung auf dem Gebiet des Wohnbaus und nannte einige seiner Bauten. Ebenso wichtig oder vielleicht wichtiger war ja aber von seiner, Zitat, reinen, eindeutigen Gesinnung und seiner zuversichtlichen und mutigen Haltung im Gefängnis und vor Gericht zu berichten. Die Fakten über Herbert Eichholzers Rolle und Tätigkeit im kommunistischen Widerstand, über seine Verhaftung, hier das Gestapo-Foto, und Verurteilung sind heute durch zeithistorische Forschungen der letzten Jahrzehnte weitgehend bekannt. Das hat vor allem Heimo Halbrein eben zu diesem Aspekt von Eichholzer geforscht. Im März 1938 hatte Eichholzer aufgrund seiner politischen Vorgeschichte Österreich unmittelbar nach dem Anschluss verlassen müssen. Über Triest und Zürich gelangte er nach Paris, wo er als politischer Flüchtling in der Zentralvereinigung österreichischer Emigranten aktiv war und einige Monate lang erfolglos versuchte, Arbeit als Architekt zu finden. Genauso wie Schütte-Lihotzky übrigens. Ab dem Sommer 1938 befand sich in Paris die Auslandsleitung der Kommunistischen Partei Österreichs und von hier aus wurden die Widerstandsaktivitäten koordiniert. Nach längerem Briefwechsel mit Clemens Holzmeister, der bekanntlicher gerade an der Planung des türkischen Regierungsviertels in Ankara arbeitete, erhielt Eichholzer von diesem schließlich eine Einladung zur Mitarbeit in dessen Atelier in Tarabya, einem Vorort von Istanbul. Also hier links das bekannte Foto von Ehepaar Schütte in Istanbul und rechts das Gebäude, das Holzmeister gemietet hatte, zur Verfügung gestellt bekommen hatte, als Arbeitsstätte zum Wohnen und zum Arbeiten. Und dort hat Eichholzer auch gewohnt und gearbeitet. Unmittelbar nach seiner Ankunft in der Türkei nahm Eichholzer Kontakt mit Margarete Schütte-Lihotzky auf, die bereits seit September desselben Jahres gemeinsam mit ihrem Mann in Istanbul tätig war, wie wir heute auch schon gehört haben, da sie auf Vermittlung von Bruno Taut einen Lehrauftrag an der Akademie der Schönen Künste in Istanbul erhalten hatte. Fast ein halbes Jahrhundert später schrieb sie, ich zitiere,
Im November 1938 erschien bei uns in der Akademie ein charmanter junger Mann, ein österreichischer Architekt. Er kenne mich dem Namen nach, komme aus Paris und arbeite bei Professor Clemens Holzmeister in Tarabia. Das war meine erste Begegnung mit Herbert Eichholzer, der die Auslandsgruppe der KPÖ in der Türkei aufbaute, die für den Widerstand in Österreich und seine Verbindung mit der Auslandsleitung von Bedeutung werden sollte. Eichholzer brach im März 1940 auf, um nach Österreich, der damaligen Ostmark, zurückzukehren und dort kommunistische Widerstandszellen aufzubauen und zu koordinieren. Margarete Schütte-Lihotzky folgte im Dezember desselben Jahres, also 1940, nach. Es kann nur vermutet werden, dass beide sich trotz großer und ausgesprochener Risikobereitschaft über das Ausmaß des mit Spitzeln durchsetzten nationalsozialistischen Terrorapparats nicht im Klaren waren. Möglicherweise spielt da auch ein Idealisieren der eigenen Rolle eine Rolle, also der eigenen Rolle innerhalb dieses Systems und möglicherweise auch eben dieses falsche Einschätzen, das vielleicht schon auch ein bisschen an Naivität grenzen kann. Und das ist ein Punkt, wo sich beide ähnlich waren. Für Schütte-Lihotzky scheint das Erinnern an den im Alter von 39 Jahren ermordeten und über Jahrzehnte nahezu unbekannten Architekten von besonderer Bedeutung gewesen zu sein. Im Folgenden möchte ich versuchen, dem Beziehungsnetz zwischen diesen beiden Personen auf die Spur zu kommen und Hinweise dafür zu finden, welche Rolle Herbert Eichholzer im Leben Margarete Schütte-Lihotzkys gespielt haben könnte. Und ich möchte das entlang von drei Achsen versuchen. Die erste Achse, Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten, also es geht darum, was beide verbunden hat, was sie verband. Wie wurde das Vertrauen aufgebaut? 1982 erzählte Schütte-Lihotzky in einem Interview, sie habe in Istanbul zum ersten Mal in ihrem Leben Zeit gehabt, sich grundlegend, Zitat, politisch-theoretisch ein bisschen zu schulen. Sie habe Verschiedenes gelesen, wieder Zitat, Marx und Engels zum Beispiel, ich hatte früher kaum Zeit, sodass ich eigentlich erst von da an mich als Kommunistin betrachtet habe. Auch die Diskussionen und Gespräche in der 5- bis 6-köpfigen Gruppe um Eichholzer, es waren in Istanbul kaum 16 gemeinsame Monate in der Stadt, also auch in dieser Beziehung, trugen zur Festigung ihrer eigenen Überzeugungen bei. Zitat, für jeden von uns war dies eine Zeit befriedigender, sinnvoller Arbeit, theoretische Auseinandersetzung mit dem Marxismus in direkter Verbindung mit dem Widerstand in Österreich, mit der Möglichkeit der praktischen Unterstützung. Obwohl Eichholzer 6 Jahre jünger als Schütte-Lihotzky und im Vergleich zu ihr beruflich weniger erfahren war, obwohl er immerhin auch schon fast 10 Jahre als selbstständiger Architekt gearbeitet hatte, hatte sich schnell eine Vertrauensbasis zwischen beiden entwickelt. Diese lag in der Entscheidung für eine Beteiligung am kommunistischen Widerstand begründet. Beide hatten unabhängig voneinander in Paris 1938 Kontakte mit den Widerstandsnetzen geknüpft. Eine Rolle hat dabei sicher Ernst Fischer gespielt. Und diese Vertrauensbasis ging jedoch über ein parteipolitisches Engagement weit hinaus. Sowohl Schütte-Lihotzky als auch Eichholzer verfügten schon in jungen Jahren über eine hohe Mobilität, wenn es um Arbeitstätigkeiten oder Praktika im Ausland ging. Also Eichholzer hat zum Beispiel Stahlhäuser errichtet in Griechenland, also nicht nach eigenen Entwürfen, sondern er war Bauleiter in Griechenland und der Türkei. Und Erfahrungen auf weiten Reisen in Asien bzw. Afrika, also Schütte-Lihotzky war ja in Japan und China. Eichholzer war als Student schon auf einer langen Reise, ist er bis nach Abyssinien gekommen. Und diese Gemeinsamkeiten beziehen sich sicher auf eine Art von Gesprächsstoff zwischen ihnen. Wenn sie einander zuvor auch nie persönlich begegnet waren, und das ist erstaunlich, weder in Wien, okay, der Schütte war schon lange weg aus Wien, aber auch nicht in Moskau oder in Paris, wo sie gleichzeitig waren, so hatten sie doch eine Reihe gemeinsamer Bekannter und Kollegen im Feld der Architektur, etwa Le Corbusier,
Adolf Loos hat Lihotzky damals 1921 auf Le Corbusier aufmerksam gemacht und beide, Eichholzer und Schütte-Lihotzky, haben Le Corbusier 1929 kennengelernt. Corbusier war vor allem für Eichholzer wichtig. Oder auch Ernst May als gemeinsame Bekanntschaft. Sowie ein verbindendes Referenzsystem im Hinblick auf aktuelle Themen und Lösungsvorschläge des neuen Bauens und des Wohnbaus. Eichholzer hat nur einen kurzen theoretischen Text geschrieben mit dem bezeichneten Titel Der sozialistische Gedanke im neuen Bauen 1932. Beide hatten früh für sich selbst erkannt, dass es nicht genügte, Architekt mit Leib und Seele zu sein und die eigenen Auffassungen durch Projekte, aber auch Vorträge oder Ausstellungen möglichst zu verbreiten, sondern, wie der Zitat Schütte, dass das Primäre für den Architekten der Kampf für jene gesellschaftliche Struktur sein muss, ohne die seine architektonischen Vorstellungen nicht verwirklicht werden können. Eichholzers politisches Engagement führte nach dem Februaraufstand 1934 bereits zu mehreren Wochen Haft und als für sie logische Konsequenz, also für beide, traten beide lange vor dem Krieg der Sozialdemokratischen Partei bei, wir haben gerade gehört, Schütte ist ja ausgetreten, und dann 1939 beide auch der Kommunistischen Partei bei. Zu den wichtigsten Gemeinsamkeiten gehörten sicher die Erfahrungen, die beide in der Sowjetunion gemacht hatten. Eichholzers mehrmonatiger Aufenthalt in Moskau von September bis Dezember 1932 fiel in den Zeitraum jener Jahre, während der Schütte-Lihotzky dort arbeitete. Eichholzer war bei der Brigade Mai tätig, beide arbeiteten am Standard-Corps-Projekt. Zur Gruppe Mai gehörten neben den 17 Architekten aus Frankfurt noch rund 150 Ausländer, die wie Eichholzer wegen Arbeitslosigkeit und Auftragsmangel in der Sowjetunion Arbeit suchten. In einem Brief an seinen Grazer Bürokollegen Rudolf Nowotny schrieb Eichholzer von Moskau: Ich bin nach 4 Wochen gut bezahlten Nichtstun endlich zu einem großen Projektierungstrust. Es ist der größte hier gekommen. Hier arbeitet auch die Gruppe Mai, dann Sudam, Hans Schmid, Basel und derlei Größen mehr. Bruno Daud ist im Nachbartrust. Er selbst bekam die Aufgabe, einen Standardwohntyp mit nach Norden und Süden gerichteten Hauptfassaden zu entwickeln, während ihn aber mehr der Entwurf für ein Boardinghaus, hier eine Skizze mit 24 Wohnzellen pro Etage, interessierte. Nur, dass Sie auch ein bisschen einen Eindruck von Eichholzers Architektur bekommen oder seinen Vorstellungen. Eichholzer kehrte 1932 im Dezember eben enttäuscht über die Arbeitsbedingungen und in der Sowjetunion dem Elend dort zurück nach Graz. Eine besondere Rolle spielte im Beziehungsgefüge zwischen Schütte, Lihotzky und Eichholzer Clemens Holzmeister, zumal die Architektin in den Medien und in Fachpublikationen bis heute immer wieder fälschlicherweise als Holzmeister-Mitarbeiterin bezeichnet wird. Hier zum Beispiel auf der Seite vom DÖF, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, was sie selbst aber in einem Interview korrigierte: Ich habe nie mit Holzmeister gearbeitet, ich war nur zur selben Zeit wie er in Istanbul. Also diese Beziehung ist sicher durch die Nähe zu Eichholzer entstanden oder diese falsche Einschätzung, die sich aber durch die Literatur zieht, wo einer halt, wie das so ist, vom anderen abschreibt. Sowohl Eichholzer als auch Schütte-Lihotzky scheinen bereits in jüngeren Jahren durch Holzmeisters 1922 fertiggestellte Wiener Feuerhalle am Zentralfriedhof beeindruckt gewesen zu sein. Eichholzer war seit Anfang der 30er Jahre mit dem 17 Jahre älteren Architekten gut befreundet und hatte ihn oft in Wien und in dessen Haus am Hahnenkamm in Tirol besucht. Die Nähe zu Holzmeister mag erstaunen, angesichts der Tatsache, dass der ältere Architekt als prominenter und mächtiger Repräsentant des autoritären österreichischen Ständestaates am anderen Ende des politischen Spektrums stand. Später, wohl auch aufgrund der dramatischen politischen Ereignisse, verbreitete sich dann der Graben in architektonischen Belangen zwischen beiden. Schütte-Lihotzky erinnerte sich, dass Eichholzer in Istanbul wegen der Architektur unglücklich bei Holzmeister gewesen sei. Sie haben nie über Architektur geredet.
bis zu welchem Grad bzw. wie detailreich Holzmeister selbst über die Widerstandsaktivitäten Bescheid wusste. Immerhin waren ja zwei seiner Mitarbeiter in Istanbul, neben Eichholzer auch seine ehemalige Schülerin an der Wiener Akademie, Ines Viktoria Meyer, von der auch schon mehrmals die Rede war, beteiligt. Das kann heute nicht mehr rekonstruiert werden, beziehungsweise ist es mir nicht gelungen, das zu rekonstruieren. Trotz unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Einstellungen und Engagements hatte Schütte-Lihotzky in den Nachkriegsjahrzehnten keine Vorbehalte gegen Holzmeister, obwohl sie sich selbst zu dieser Zeit als persona non grata bezeichnete, da sie Kommunistin geblieben war. 1961 gratulierte sie in Stimme der Frau Holzmeister mit fast überschwänglichen Worten zu dessen 75. Geburtstag. Er habe die, Zitat, Schütte-Lihotzky, unglückliche Nazizeit in der Türkei verbracht, als Lehrer hunderte von Architekten herangebildet und sei zutiefst mit der österreichischen Kunst, vor allem dem Barock, verbunden. 1999 sagte sie schließlich in einem Interview: Ich bejahe die Architektur von Holzmeister nicht hundertprozentig, ich war aber mit ihm sehr gut. Die zweite Achse, Zeitzeugnisse und die Frage, was erfahren wir von Schütte-Lihotzky über Eichholzer? In den 1960er Jahren suchte eine jüngere Generation von Architektinnen und Architekturhistorikerinnen die belastende Zeit des Nationalsozialismus und den darauf folgenden dumpfen Nachkriegsfunktionalismus durch einen Blick in die Zeit davor zu überwinden, wobei die Wiederentdeckung des Vergangenen auch der eigenen Positionierung gegenüber einem hegemonialen Geschichts- und Kulturverständnis diente. Parallel dazu erwachte international das Interesse für die Architektur der Zwischenkriegszeit und es kam zu einer Historisierung der nun als klassisch bezeichneten Moderne. 1968 begann in Graz Dietrich Ecker, Mitglied des Architekturbüros Team A, das heute zur Grazer Schule gezählt wird, zur modernen Architektur in der Steiermark zu recherchieren und stieß dabei auf den damals nahezu vergessenen Herbert Eichholzer. Ich zeige Ihnen jetzt kurz ein paar von Eichholzers Projekten, um ein bisschen ein Gefühl für seine Architektur zu bekommen. Ein Sommerhaus für Erich Kastner, ein Möbelentwurf, eines seiner letzten Projekte, wo man auch von der Typografie her die Nähe zu Le Corbusier sieht, für Hitzing, für Dr. Hans Heller und sein letztes Werk und sein Hauptwerk, das Haus Albrecht Leskoschek von 1937-38, das vor einem Jahr abgerissen wurde. Sie wissen, was sich da tut in unseren Städten. Ich brauche das nicht ausführen. Dieter Ecker suchte die noch lebenden Zeitzeuginnen auf, führte Interviews und leistete die mühsame Pionierarbeit der Sammlung von Archivalien. Im Sommer 1970 wandte er sich auch schriftlich an Holzmeister, der seit 1949 wieder an der Wiener Akademie unterrichtete. Dieser schickte Eckers Brief jedoch kommentarlos an Anna Lilia Braun, geborene Simidow, Eichholzers ehemaliger Büromitarbeiterin und Lebensgefährtin, in den 1930er Jahren weiter und antwortete offensichtlich nicht. Erst 1985, wenige Monate nach Abschluss seiner Dissertation über Eichholzer, kontaktierte Ecker dann Margarete Schütte-Lihotzky. Es ist anzunehmen, dass erst das Erscheinen ihres Buches 1985, ja, Erinnerungen aus dem Widerstand im selben Jahr und das publizistische Interesse daran ihn auf sie aufmerksam gemacht haben. Im Interview mit der Architektin sagt sie dann zum Schweigen des zwei Jahre zuvor verstorbenen Holzmeister: Das gibt es nicht, dass sich Holzmeister nicht erinnert. Sie habe mit ihm sogar selbst über Eichholzer gesprochen. Von Schütte-Lihotzky als Zeitzeugin erfahren wir eine Reihe von Momenten, die als Puzzlesteine erst ein Verständnis von Eichholzers Denken ermöglichen. Sie informierte vor allem über dessen theoretische Position und korrigierte damit die Einschätzung mancher Zeitgenossen aus der Grazer Zeit bis 1938, die den Architekten immer wieder als Salonsozialisten oder Edelkommunisten bezeichneten. Möglicherweise in der Hoffnung, den Architekten im kommunismusfeindlichen Nachkriegsösterreich rehabilitieren zu können, hatte etwa 1956 Gustav Scheiger, der ehemalige Sekretär
der von Eichholzer stark mitgeprägten Grazer Sezession diesen als Kommunist beschrieben, Zitat, wenigstens im Sinne Picassos, Joliot Curies, Bertolt Brechts und vieler anderer bedeutender Köpfe, die eine nicht ganz objektive Öffentlichkeit mit dem Schlagwort Salonbolschewismus abzutun glaubt. Margarete Schütte-Lihotzky hingegen sprach von Eichholzer als, Zitat, überzeugten Marxisten. Die gesellschaftliche und politische Radikalisierung in Österreich vor dem Anschluss und die besonderen Umstände im Exil scheinen Eichholzer zu einer geschärften Position und einer präziseren theoretischen Auseinandersetzung, möglicherweise auch zu, aber auch zu einer Idealisierung des realen Kommunismus gebracht zu haben. Von Schütte-Lihotzky erfahren wir auch, dass Eichholz in den Monaten des Exils in Paris daran arbeitete, die Entwicklung der Architektur, die nun unter dem Zeichen des Nationalsozialismus zu einem ideologischen Propagandainstrument geworden war, aus der Perspektive des Marxismus theoretisch zu durchdringen. Er habe, in, Zitat, in einer größeren theoretischen Arbeit, betitelt Faschistische Architektur, eine Untersuchung der Tendenzen der Baukunst im Dritten Reich durchgeführt, aufgrund der wissenschaftlichen Methode des dialektischen Materialismus. Möglicherweise war das eine Reaktion auf einen Textentwurf von Franz Schacherl, dem ehemaligen Kollegen von Franz Schuster in der frühen Zeit, für die zweite Ausgabe der antifaschistischen Zeitschrift Plan, die noch 1938 in Österreich erscheinen sollte. Also Eichholzer war da maßgeblich beteiligt an dieser Zeitschrift. Damit abschließend der dritte Punkt, Erinnerung und Selbstverständnis. Also was erfahren wir über Schütte-Lihotzky aus dieser Beziehung? Schütte-Lihotzkys eingangs erwähnter Text, ein Architekt des Volkes, ist nicht als persönliche Erinnerung einer Weggefährtin formuliert, sondern als Versuch, Eichholzers Persönlichkeit aus einer distanzierten Position heraus gerecht zu werden und ihn vor allem als gesellschaftlich verantwortungsbewussten Architekt sichtbar zu machen. Der Aufsatz nimmt eine deutliche Ausnahmestellung im schriftlichen Werk der Architektin ein, nachdem sie also zunächst in den 20er Jahren eher über ihre eigenen Arbeiten geschrieben hat und dann in den 1970er, 80er Jahren eine Reihe von Erinnerungstexten schrieb über Adolf Loos, Otto Neurath, Oskar Strinnert, Walter Gropius, Josef Frank und Ernst May. Diese Persönlichkeiten unterschieden sich jedoch von Eichholzer dadurch, dass sie also schon vor dem Krieg in etablierten Positionen befanden und auch danach schon international bekannt waren. Schütte-Lihotzky forderte über Jahrzehnte immer wieder die Erinnerung an den von der Öffentlichkeit vergessenen und verdrängten Herbert Eichholzer ein und suchte das Ungleichgewicht in der Aufmerksamkeit zu korrigieren. So berichtet Jan Tabor von einem von Harald Sterk, dem damaligen Kunstkritiker der Arbeiterzeitung, initiierten ersten Treffen mit ihr im Jahr 1978. Also das ist einer eigentlich der früheste Termin, glaube ich, wo jemand sie als Architektin interviewt hat, bei dem sie ihre Fragen zu Loos, Frank, May, Le Corbusier oder Taut nicht habe beantworten wollen. Zitat, Jan Tabor, sie wollte über Herbert Eichholzer sprechen, den talentierten Architekten aus Graz, der ebenfalls aus der Türkei nach Österreich zurückgekehrt und 1943 hingerichtet worden war. Für ihn wollte sie Anerkennung erreicht. Das Erinnern an Eichholzer im Speziellen hatte für sie wohl auch eine Funktion in der Bearbeitung ihrer eigenen Lebensgeschichte. Hatte er doch als Architekt dieselbe Profession wie sie selbst und als solcher dieselbe gesellschaftliche Rolle. Es klingt, als meinte sie sich selbst, wenn sie 1945 schreibt, er gehörte zu jener leider noch kleinen Gruppe von Architekten, die das Elend der Massen voll und ganz empfinden und durch ihre berufliche Arbeit dazu beitragen wollen, dieses Elend, wenn nicht zu beseitigen, so doch wenigstens zu lindern. Es sind dies jene Architekten, welche die Befriedigung ihrer eigenen künstlerischen Ambitionen weit zurückstellen gegen den Wunsch, der Allgemeinheit zu dienen, jene, denen es viel, viel wichtiger erscheint, ihren kleinen Einzelanteil zu leisten, das Wohnniveau der Massen zu heben, als für reiche Leute Villen zu bauen. Schon sehr früh erkannte er, dass die Verwirklichung seiner beruflichen Ideale von der Struktur der Gesellschaft abhängt. Zwangsläufig kam er von den Fragen des Wohnbaus zu denen des gesamten Städtebaus, zu jenen Fragen, in denen sich der ernste, verantwortungsbewusste Architekt mit den Problemen der Eigentumsverhältnisse der ganzen Wirtschaft und Gesellschaft auseinandersetzen muss.
Möglicherweise übernahm Eichholzer, so meine These, also in ihren Erinnerungen so etwas wie die Rolle eines Alter Ego, eine männliche, jüngere Identifikationsfigur. Mit ihm stellte sich auch für sie die Frage, wie weit das Engagement für Architektur gehen und welche Konsequenzen zu tragen man bereit sein müsse. Im Hinblick auf das Entsetzen über die Sinnlosigkeit des Sterbens ihrer Weggefährtinnen gab ihr aber die Erinnerung an Eichholzer auch Gelegenheit, ihre eigene Widerstandsarbeit zu deuten. Mitte der 90er Jahre sagte sie im Gespräch mit Gabo Heindl und Martin Engelmeier: Herbert Eichholzer ist hingerichtet worden. Viele sind aus Überzeugung gestorben. Immer noch besser als wahllos als Soldat im Feld erschossen zu werden. Und zu ihrer Entscheidung für die Betätigung, und damit komme ich zum Schluss, am Widerstand erklärte sie 1982 schließlich: Wer A sagt, muss auch B sagen. Da kann ich nicht auf einmal sagen, jetzt fahre ich doch nicht. Und das ist mir auch gar nicht in den Sinn gekommen. Und dann geht man in diese Gefahr, wahrscheinlich ähnlich wie ein Soldat. Man denkt vielleicht, den einen trifft die Kugel, den anderen trifft sie vielleicht nicht. Ich meine, mehr ist da nicht dabei. Wenn man etwas wirklich tun will und es für notwendig hält, dann macht man es eben. Vielen Dank. Er hat an der Technischen Universität, an der Angewandten und zuletzt auch an der Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz Architektur studiert. An der Angewandten war er zeitlang Studienassistent im Studio Greg Lynn. Und er hat, was ihn heute zu uns führt, seine Masterarbeit über Wilhelm Schütte geschrieben. Sein Titel sagt ja schon einiges aus. Wir haben darüber heute auch schon öfters gesprochen, Der Mann im Schatten von Margarete, und arbeitet derzeit auch an seiner Dissertation an der Universität Gent darüber. Seine Arbeitsfelder liegen an der Schnittstelle zwischen Archiv, Archivierung, Vermittlung und Ausstellung. Er hat im Architekturzentrum verschiedene Bestände, Nachlassbestände mitbearbeitet oder bearbeitet, etwa das Friedrich-Ach-Leitner-Archiv, die Nachlässe zu Oswald Hertel, Max Fellerer, Eugen Wörle, war Mitarbeiter bei den Ausstellungen zu Bernhard Rudowski, Eugen Wörle und vieles andere. Es sind auch erwähnenswert außereuropäische Projekte, unter anderem im Ahmedabad in Indien, und er arbeitet oder arbeitet auch immer wieder in Architekturbüros, seit 2013 aktuell im Büro von Walter Stelzhammer. Ich bitte dich um deinen Vortrag. Ich hoffe, das kann man vielleicht das Licht ausschalten, weil ich habe sehr viel Bildmaterial, das irgendwie wichtig ist, dass man die gut sieht oder besser sieht. Ich glaube, es liegt nicht am Licht. Nein. Kamera kontraproduktiv. Eben war es dupliziert. Da gibt es ja Tasten mit Änderungen speichern, wahrscheinlich ist das nicht passiert. So, jetzt müssen wir wieder rein. Ja. Achso, die Kamera nimmt das nicht besser auf, wenn es heller ist, den Screen, oder? Ich bin nicht so wichtig. Es ist aber die Bildqualität nicht besser ohne Licht. Das ist hier eine Aufnahme vor ziemlich genau 50 Jahren. Margarete Schütte-Lihotzky bei der Wilhelm Schütte-Gedächtnisausstellung im November 1968. In der Österreichischen Gesellschaft für Architektur. Sie überlebt ihn um weitere 32 Jahre, was ja fast die Hälfte seines Lebens darstellt. Hier unten eine Zeitleiste in Relation zur Lebenszeit von Grete und die wesentlichen Lebensstationen von Wilhelm und Grete teilweise. Die beiden in Köln im Jahr ihrer Heirat und beim Wiedersehen in Sofia nach ihrer fast siebenjährigen
zwangsweisen Trennung. Zu beachten ist hier Gretes spätere Beschriftung. Also das Bild mit Sophia hier, vermutet sie, dass das 1927 Köln war. Ich meine, natürlich ist es eine ähnliche Aufnahme und wahrscheinlich im hohen Alter sieht man auch den Unterschied nicht so. Also blendet man den Altersunterschied wahrscheinlich aus. Jedenfalls bemerkenswert ist auch, Wilhelm hakt sich immer bei Grete ein, nicht umgekehrt. Eine der ersten gemeinsamen Arbeiten ist ein Typ für eine Kleingartenlaube. Claudia Quiring hat heute schon gezeigt. Also ich vermute, dass das, also ist nicht klar, welches die erste Arbeit ist. Es gibt auch dieses Lischü-Haus, was jetzt gleich kommt. Naja, möglicherweise ist die Kleingartenlaube das erste gemeinsame Projekt, zumindest ein Typ davon. Ein weiterer Typ von Grete, also die sie weiterentwickelt, weiterer Kleingartenlaubentyp, ähnelt einem Entwurf für einen Schulgarten von Wilhelm, hier unten rechts zu sehen, die Schulgartenhalle in diesem Schulgarten. Das Wochenendhaus Lischü der Architekten Schütte, Dihotzky und Schütte. Hier zu beachten auch die Beschriftung. Zuerst wollte man tippen, also ich weiß nicht, ob das die Fotografin Grete Leistico selber gemacht hat. Grete streicht es dann durch und schreibt Architekten Grete Schütte, Dihotzky und Regierungsbaumeister Wilhelm Schütte. Das Projekt ist auch noch publiziert als Architekten Lihotzky und Schütte. In einer späteren Publikation, zu der Wilhelm den Text liefert, wird der Entwurf allein ihr zugeschrieben. Grete und Wilhelm auf dem Main, 1930, hier rechts die Zulassung von Wilhelm für ein zweisitziges Faltboot und einem Kennzeichen dafür. Wilhelm war mit Martin Ellensesser unter anderem auch beteiligt am Entwurf für das Bootshaus der Universität Frankfurt, das Bootshaus am Main dort. Frühere Aufnahmen von 1927 am Gardasee, Hochzeitsurlaub womöglich, bestätigen eine Begeisterung Schüttes für Bootsfahrten. Auch hier wieder hakt sich Wilhelm bei Grete ein. Aber er und sie interessieren sich auch fürs Gebirge, also nicht nur für den Wassersport, nicht nur für Meer, Boot und Wasser, sondern auch fürs Gebirge. Die Wohnung von Grete und Wilhelm, die sie nach der Fertigstellung des von Ernst Balser geplanten städtischen Wohnblocks am Gretenweg bezogen haben, die dort Kommandobrückenhaft gelegen ist, mit einer großen Dachterrasse. Hier zu beachten auch ihre Beschriftung, mein Dachgarten in Frankfurt. Das ist der heutige Zustand, also vor 3 Jahren, heutiger Zustand, sehr gut erhaltene Wohnanlage immer noch und ja, auch die Fenster scheinen noch original zu sein. Das ist ein damals publiziertes Foto des Fotografen Hermann Collischon, der viel für das neue Frankfurt fotografiert hat, mit Grete auch hier auf ihrem Dachgarten. Hier steht beschriftet Herrn Baumeisters Garten und unten sieht man Grete und Wilhelm mit der Gießkanne vor dem Beet. Am gleichen Tag wurde wohl auch diese Aufnahme gemacht. In Schüttes Lihotzkys Erinnerung bzw. im Interview von Chup Friemort fragt er, wie habt ihr beide berufstätig euren Haushalt organisiert? Mit allen möglichen Mitteln, möchte ich sagen. Erstens eine sehr kleine Wohnung, eine städtische Wohnung in einem neuen Haus in Frankfurt, eine Wohnung mit einer Frankfurter Küche, die nicht wir gebaut haben, sondern der Architekt Balser. Es gab ja auch Privatarchitekten, die von der Stadt Aufträge bekamen. Es war eine Art Atelierwohnung. Sie war sehr klein, sie hat einen Wohnraum gehabt mit einer Nische,
Wir haben in dem Wohnraum in einem Klappbett geschlafen. Es wurde mal zu einer Karikatur benutzt, wie ich meinen Mann an die Wand klappte. Wir hatten auch eine Dachterrasse, also die Wohnung machte wenig Arbeit. Mittags haben wir nicht zu Hause gegessen. Kinder haben wir keine gehabt. Mein Mann hat von vornherein im Haushalt geholfen. Wenn ich zu Vorträgen weggefahren bin, konnte er sich selbst etwas kochen oder machen. Er war sehr praktisch. Er war ja in der Jugendbewegung, wo man viel gewandert ist, und das war eigentlich gar kein Problem. Wir haben auch genug Geld gehabt. Wir haben beide gut verdient. Ich habe auch eine Frau gehabt, die fast jeden zweiten Tag gekommen ist. Keine Kinder und eine kleine Wohnung, das sind die Bedingungen, die sehr günstig sind. Und einen Mann, der von vornherein damit einverstanden war, dass wir uns die Arbeit teilen. Dass er auch einmal einkauft oder ein paar Eier in die Pfanne schlägt. Und genug Geld. Es hat schon eine Rolle gespielt, dass wir am Sonntag mal ins Restaurant gegangen sind, ohne dass man es sich überlegen musste. Ihr hattet keine Kinder? Wolltest du keine? Da war ich einmal schwanger in Frankfurt. Ich habe leider zweimal Pech gehabt. Wir wollten beide Kinder haben. Also ist nicht so, dass ich kein Kind haben wollte. Im Gegenteil. Ich wollte sehr gerne Kinder haben und mein Mann auch. Es ist nicht dazu gekommen. Grete und Wilhelm mit Gästen oder hier, ja, mit zwei Gästen, einer fotografiert hier wohl in ihrer Wohnung. 2002 wurde von einem betagten Anwohner noch berichtet, dass Mais Architektin wohl ausgiebig und oft auf dem Balkon bis in die Nacht gefeiert hätte. Seine Eltern beschwerten sich erfolglos gegen die Ruhestörung. Hier Grete und Wilhelm bei einem Treffen auf der Dachterrasse von Martin Elsässer. Ich vermute, dass das Grete ist und das mit den Füßen nach oben gerichtet Wilhelm. In Martin Elsässers Abteilung E, ich vermute Einzelbauten, es wird immer Großbauten gesagt, Abteilung E oder E für Elsässer, leitete Wilhelm die Unterabteilung Schulbau. Hier das von den Geschwistern Leistikow gestaltete Cover für die Publikation Frankfurter Schulbauten 1929 mit einer Ansicht der Schule in der Römerstadt im Hintergrund von den Niederungen der Nidda aus fotografiert. Ich schätze auch von Grete Leistikow. Hier der Gegenschuss hinunter zur Nidda von der Schule in der Römerstadt. Und rechts sieht man die Schullehrküche von Grete entworfen und links die Einrichtung von Wilhelm für die Schule. Also man sieht, die Darstellungen sind schon ziemlich, ja, wie das meiste natürlich standardisiert in der Darstellung ist, aber spricht auf jeden Fall eine gemeinsame Sprache. Zur Vervollständigung des Schulkomplexes war ein Kindergarten geplant. Hier sieht man hier unten rechts in der Isometrie und auch da im Modell. Ob Grete daran beteiligt war, weiß ich nicht. Die Modellfotos sind im Teilnachlass von Wilhelm Schütte in der ÖKVA vorhanden. Eine bedeutende Vorleistung Wilhelms für die künftigen Pavillonschulen waren die Versuchsklassen bei der Frankensteiner Schule in Sachsenhausen. Wilhelm hob dabei immer hervor, dass sich die Klasse komplett, also bis zur Decke, öffnen ließ. Dies über den Mechanismus einer raumhohen Faltschiebetür. Grete schrieb später anlässlich seines 10. Todestages in einem Vortragsmanuskript, das sie für Istanbul verfasste. Zuerst studierte er Maschinenbau, was nicht stimmt, er war Bauingenieur. Bald aber kam er zur Einsicht, dass nur Technik für ihn nicht das Richtige sei. Sicher, er war ein technisch interessierter Mensch, doch nie ein Technikbesessener wie so viele. Technik, auch Bautechnik, war für ihn immer nur Mittel zum Zweck, nie Selbstzweck. War Wilhelm möglicherweise an Elementen der Frankfurter Küche beteiligt? Stelle ich mal so die Frage als ihren freudschen Versprecher, dass er Maschinenbau studiert hat. Ja, hat er vielleicht doch den einen oder anderen Klappmechanismus mitentworfen. Die Erkenntnisse von den Versuchsklassen flossen in die als Friedrich-Ebert-Schule eröffnete Reformschule am Bornheimer Hang ein, deren Gesamtplanung Ernst May persönlich unterstand, unter Mitarbeit von Albert Löcher,
der auch in Elsassers Abteilung, also der Elsasser Abteilung, nicht der Mai-Abteilung, zugeordnet war als Modellbauer. Hier nun weitere Arbeiten von Grete und Wilhelm zusammen. Der Wettbewerb für das Tuberkulose-Krankenhaus in Marburg an der Lahn. Einmal im Portfolio von Grete bzw. Wilhelm. Also steht einmal Architektin Grete Schütte-Lihotzky zusammen mit Architekt. Einmal Wettbewerbsentwurf mit Architektin Grete Schütte-Lihotzky. Dann der Grundriss für die Ausstellung Die Wohnung für das Existenzminimum. Wilhelm hackt sich wieder bei Grete ein. Entwurf Haus Chabot in Amsterdam, Privatauftrag. Und dann bei Wilhelms Eltern in Köln 1930, vermutlich vor ihrer Abreise in die Sowjetunion. Das hier Griechenland nun, ein Sprung. Da sieht man, das Foto stammt offensichtlich von Wilhelm und die Beschriftung auch. Foto, wieder Beschriftung von Wilhelm. Detail von einer anonymen Architektur. Grete später über Wilhelm. Diejenigen hier, die ihn gekannt haben, wissen, dass er an allem interessiert, für alles aufgeschlossen war. Dass er aber vor allem Architekt, und zwar Architekt mit Leib und Seele war. Denn Architekt sein, so wie er es jedenfalls war, das heißt immer und überall die gestaltete Umwelt zu fühlen, zu empfinden, positiv oder negativ, genauso in den eigenen vier Wänden wie beim Durchwandern einer Straße oder einer Stadt, ja sogar einer Landschaft, soweit sie vom Menschen gestaltet ist. Raum gibt es überall, damit für sensible Baukünstler auch Raum empfinden. Das hier Grete von Wilhelm fotografiert, wieder mit Beschriftung von Wilhelm. Diesmal umgekehrt, Wilhelm von Grete fotografiert. Nochmal Wilhelm von Grete fotografiert. So. Jetzt wieder ein Sprung nach Ostasien, China- und Japan-Reise, wozu Schütte-Lihotzky sich erinnert. Mein Mann hatte in einem Urlaub in Berlin zufällig Kontakt bekommen mit einer chinesischen Delegation von Fachleuten, Pädagogen, die ein Jahr lang durch Europa geschickt worden waren, den Schulbau zu studieren. Die Chiang Kai-shek-Regierung, die damals am Ruder war, wollte zahlreiche Schulen bauen. Die Chinesen haben erzählt, dass sie nach Moskau fahren, um dort die Schulen anzusehen. Sie haben ihn gefragt, ob er sie führen würde, und dann kamen sie nach Moskau und mein Mann hatte ihnen die Schulen gezeigt. Sie haben sich auch für Kindereinrichtungen interessiert. Zwei von ihnen haben uns besucht, einer hat sehr gut Deutsch gesprochen. Die haben gleich gefragt, ob wir nach Nanjing kommen wollten zum Arbeiten. Wir haben Nein gesagt, aber eine Vortragsreise vorgeschlagen. So ist das entstanden. Das hier sind Albumblätter der Reise nach China und Japan. Wir zeigen hier die Überfahrt mit dem Schiff von Vladivostok über zwei Hafenstädte in Korea nach Tsuruga, die nächste wichtige Hafenstadt von Kyoto am Japanischen Meer. Am 3. Mai 1934 hier stelle ich die Frage, da sieht man dieses Foto jetzt noch mal etwas vergrößert. Warum ist Grete aus dem Foto im Album weggeschnitten? Also es ist offensichtlich rechts das komplette Foto und links nur Wilhelm. Am 3. Mai 1934 abends, Ankunft mit dem Zug in Kyoto. Also das ist jetzt Bruno Tauts Tagebuch. Am 3. Mai 1934, Entschuldigung, das fängt später an, das Zitat. Am 3. Mai 34 abends Ankunft mit dem Zug in Kyoto, wo sie von Bruno und Erika Taut mit dem Auto des Gastgebers Shotaro Shimomura, Präsident der Daimaru-Warenhäuser in Tokio, Kyoto und Osaka, abgeholt werden. So wohnen sie hier, das ist jetzt Zitat Taut, und so wohnen sie hier im zweiten Gästezimmer mit dem opulenten Bad dazwischen. Mit Schüttes ist alles sehr nett. Er gewinnt sehr und wir stehen auf nettem Fuß, auch Sie mit Herrn Shimomura. Sie haben es gut durch uns und Ueno, bekommen das Beste vorgesetzt.
Er nimmt alles still in sich auf und hinter seiner äußeren Trockenheit scheint ein guter Kern zu sein. 34 Jahre, junge Generation, F.K. behält recht. Damit ist sicherlich der Pädagoge Fritz Karsen gemeint, mit der Schütte in die Schulplanung in Frankfurt gemeinsam gestaltet hat. Berichte aus Moskau, da habe ich doch die Stellung, also wieder fahre ich Bruno Taut vor, Berichte aus Moskau, da habe ich doch die Stellung der Architekten durch Grafen verändert. Auch Russen sollen meine Behandlung schändlich finden, wenn auch seiner Meinung nach die Architektur selbst noch grauenhaft ist. Ein Niveau, Neger in Röllchen, man sehe den gebilligten Entwurf zum Sowjetpalast in der Bauwelt, ZK zum Kotzen. Nun einige ganz große Ereignisse. Wie, wenn sich unsere ersten Tage des vorigen Jahres noch einmal wiederholen, aber wir sehen es wie vertraut an, das alte Bild war nicht falsch, aber neue Züge entdecken wir und lesen in seinem Gesicht. Das Fotoalbum der Schüttes illustriert sehr gut die Tagebucheintragungen Tauts. Am 7. Mai in Katsura, ganze 4,5 Stunden dort. Ausländer sollen die Sache gewöhnlich in 15 Minuten abmachen. Nachher fragte ich Schüttes, so wie ich mich im vorigen Jahre die Architekten hier im Hause aus Kyoto, Osaka und Tokio nach ihrer Meinung über Katsura. Sie konnten nur stammeln und bestätigten mich damit in meinem Plan, der Plan, ein Album, Gedanken über Katsura anzufertigen. Am nächsten warmheißen Tag mit Schütte und Ueno nach Sugar Queen, auch eine Rekapitulierung des vorigen Jahres. Taut wiederholt seine erstmaligen Besichtigungen des Vorjahres. Am Nachmittag, als Erika mit Schüttes einen Ausflug machte, arbeitete ich meine Gedanken zu Ende. Auch wie im vorigen Jahr die Stromschnellenfahrt von Kamioka bis Saga, Arashiyama, auf den Hosu-Stromschnellen, Boot mit Segeldach, war Regen, aber deshalb nicht weniger schön. Nachher im Saga-Hotel im gleichen Raum ein sehr opulentes Lunch. Herr Shimomura konnte nicht mit, ließ aber durch seinen Chauffeur Shimada alles prima arrangieren, Schüttes und Herr Wilsen dabei. Blick herunter zum Fluss, Winken der Leute in den schönen Booten, die Flöße wie Schlangen, vorn wird der Kopf gelenkt, die Zedern schwimmen herunter zu den Lager- und Zimmerplätzen. Dann mit dem Auto zu dem herrlichen Moosgarten Saihoji, etwas ganz Wunderbares, tiefe Erneuerung jener Eindrücke, der Saihoji-Garten mit seinen Steinen, dem Moos, den Inseln, vier Teichen, alten Bäumen, wie reine Natur und doch entworfen. Das Teehaus, wundervoll, der Wasserfall aus Stein, abstrakte Ausdruckskunst, er ist nicht zu schildern. Schüttes gehen nach Nanjing auf verheißungsvolles Telegramm der Regierung, bedauern ihren kurzen Aufenthalt in Japan, aber ich habe keinen großen Eindruck von ihren Eindrücken. Professor Li Jiasang begleitet die Schüttes während ihrer Reise durch China, hier in der Mitte zu sehen. Oh, ich muss mich beeilen. Ich glaube, ich werde etwas überspringen. Hier Grete in einer Sänfte, Gruppenbild mit Wilhelm Schütte, Kinderstuhl aus Bambus, Beschriftung des Fotos von Wilhelm Schütte, Nachbeschriftung von Grete Schütte-Lihotzky, nicht nur Shang, sondern sie vor dem Shanghai Express. Das ist eine Postkarte, die Grete im September 34 an Li Jiasang absenden will, aber nicht absendet. Sie meint, dass sich dort in Russland alle Leute für China interessieren. Das hier eine der wenigen Korrespondenzen, Privatkorrespondenzen zwischen Grete, von Grete an Wilhelm. Hier ein unbekanntes Projekt von Grete im Januar 1935 im Bestand des Nachlasses von Wilhelm Schütte bei der ÖKFA, vermutlich ein Kindergarten, ähnlich der Schulprojekte von Wilhelm.
Schulmöbelentwürfe von Wilhelm, Ähnlichkeiten zu Entwürfen, die bisher nur Grete zugeschrieben wurden. Das sind die bekannten Kindermöbel für Wohnungen aus dem gleichen Zeitraum. Hier wieder Aufnahmen anonymer Architektur bei einer Reise in den Kaukasus 1936, ein Gewächshaus oberhalb der Schwarzmeerküste. Tabakspeicher in Georgien, das auch von Wilhelm beschriftet wurde auf der Rückseite. So, wieder ein Zeitsprung hier, eine Bootsfahrt mit Pierre Forestier und Familie. Das ist mit dem gestalteten Wilhelm Grete mit Tibor Weiner gemeinsam ein Wettbewerbsprojekt für eine Mädchenschule im Süden von Paris. Das hier die Wohnung in der Türkei, eigene Wohnung auf der europäischen Seite über dem Bosporus. Sieht man wieder Darstellungen aus China an der Wand. Das hier die bisher intimsten Bilder von Grete und Wilhelm im Garten, vermutlich unterhalb ihrer Wohnung. Für die Sitzgruppe im Wohnzimmer entwirft Wilhelm einen Lehnsessel. Von den 9 Lehnsesseln schickt Wilhelm 1943 ein Foto an Grete ins Gefängnis. Über ihre Schwester Dele schickt er auch ein Bild des Wurfes ihrer Katze. Margarete Schütteljotzki schreibt in ihren Erinnerungen: unterwegs fragte mich der Gestapo, also im Gefängnis, mich der Gestapo-Mann unvermittelt, haben Sie eine Katze? Diese Frage war nicht zufällig. Wir hatten in Istanbul wirklich eine Katze und alles Wichtige, das mein Mann und ich uns zu sagen hatten und das die Gestapo nicht verstehen durften, verpackten wir in den Briefen in langen Katzengeschichten. Ich erschrak. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ich beeilte mich, Aussehen und Wesen unserer Katzen ausführlich zu schildern. Daraufhin erfolgte glücklicherweise nicht. Wilhelm schickte auch Bilder von seinen Exkursionen zu antiken Städten, die möglicherweise ihren kodierten Informationsaustausch untermalten. Hier die Ruinen von Priene in einer Aufnahme von oben. Vor längerer Zeit hatte ich meinem Mann einen Plan des Zuchthauses geschickt. In einem verklausulierten Brief hatte ich die Lage des Hauses geschildert und auch die Kreuzanlage im Grundriss beschrieben, alles motiviert mit unserer beiden Architektenkenntnisse. Ich sagte mir, wenn ich nach Istanbul Nachricht gebe, wo unser Zuchthaus liegt und woran es zu erkennen ist, vielleicht kann mit Rücksicht auf die Gefangenen vermieden werden, dass es bombardiert wird. Wunderlicherweise erreichte dieser Brief sein Ziel. Meine Angaben wurden der britischen Botschaft in der Türkei übermittelt und man versprach meinem Mann, sie sofort nach England weiterzuleiten, damit die politischen Gefangenen nicht geopfert würden. Erst Jahre später erfuhr ich es durch meinen Mann. Hier eine Aufnahme von Hierapolis, auch mit längerem Text, das wurde auch ins Gefängnis gesendet. Und neben Besichtigungen von antiken Städten auch in Begleitung Experten wie der Archäologin und Freundin der Schüttes Hallet Stambel lenkte sich Wilhelm von den Kriegsberichten und Gedanken über Gretes Haft auch mit Bergsteigen ab. Auch in Wien arbeiteten Grete und Wilhelm an den meisten Entwurfsaufgaben zusammen und zwar über ihre Trennung hinaus. Das sind Dokumente einer Studie zur Bebauung des Georgenbergs, Ausstellungsgestaltung Wien 1848, dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Zentralfriedhof, dem Gemeindebau in der Badgasse, dem Entwurf für ein erweiterungsfähiges Einfamilienhaus, hier auch zu beachten, die Beschriftung, darauf werde ich jetzt nicht genau eingehen, für das Pfingstjugendtreffen, Änderung der Anrede von Korrespondenz einer Firma an Grete im Jahr 51 von Frau Professor Wilhelm Schütte, Frau Professor Schütte in Architekt Margarete Schütte, vermutlich ja, Zeit der Trennung, auch 51, ja. Im Volkshaus Graz, Vorprojekt, gemeinsam ausgeführtes Projekt von Wilhelm. Die Wettbewerbe für Schulen in Ternitz und St. Valentin, die Typologie, das Thema Schulbau und die Planbeschriftung weisen auf eine Federführung Schüttes hin. Das Druck- und Verlagshaus Globus mit jeweils getrennt bearbeiteten Bauteilen des Teams Wilhelm Schütte, Grete Schütte-Lihotzky, Fritz Weber und Karl Eder. So wie ein Vorschlag haben wir heute, hat die Monika heute schon gezeigt, ein Vorschlag für die Bebauung gegenüber der Oper als Ersatz für den ehemaligen Heinrichhof im Namen einer Gruppe, unterzeichnet von Grete Schütte-Lihotzky und Fritz Weber. Und damit ende ich. Oh, wie schade, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, steht auf der Rückseite dieses Foto. Ja.
Im Folgenden eine weitere Schattenfigur, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, die über die Marcel Bois berichten wird. Er hat Geschichte, Soziologie, Kunst- und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz, später in Hamburg studiert und er promovierte im Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Uni in Berlin. Nach journalistischer Tätigkeit lehrt er seit 2015 am Historischen Seminar der Universität Bochum und ist auch mit unserem Forschung ein Kooperationspartner, assoziierter Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Seine Forschungsthemen sind die historische Kommunismusforschung, Geschichte der Arbeiterbewegung und anderer sozialer Bewegungen und allgemein das Thema Biografien. Bekannt, auch in zweiter Auflage mittlerweile erschienen, ist seine Monographie Kommunisten gegen Stalin, Hitler und Stalin, die linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik, 14 bzw. 15 erschienen. Zentral in unserem Kontext ist sein Habil-Projekt, das uns beide auch für diese Tagung auch näher zusammengebracht hat, unter dem klingenden Titel Küche, Karriere und Kommunismus, das Jahrhundertleben der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Und er wird nun in der Tat über einen unbekannten Mann an Schütte-Lihotzkys Seite sprechen, nämlich Hans Wetzler. Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Das hat genau gereicht, um alle technischen Probleme hier zu lösen. Ich habe das Vergnügen, einen sehr langen, einen sehr produktiven Tag zu beenden. Ich sehe in viele müde Gesichter und versuche deswegen, mich kurz zu halten. Das hat auch einen anderen Grund. Ich moderiere morgen auch noch ein Panel, also insofern muss ich ja auch eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen. Es existiert aus dem April 1982 ein Brief von Margarete Schütte-Lihotzky, der in der Schärfe seines Tons sehr bemerkenswert ist. Also vor allen Dingen, wenn man ihn mit vielen anderen Briefen vergleicht, die sie geschrieben hat. Gerichtet war dieser Brief an Ilse Schöbel, eine Schriftstellerin und Übersetzerin, die über Jahrzehnte Interviews mit Akteuren der Zeitgeschichte für das Archiv der Stadt Wien führte und anschließend kurze biografische Texte verfasst hat. So eben auch Anfang der 80er Jahre mit Margarete Schütte-Lihotzky. Doch die Interviewte war mit dem Ergebnis alles andere zufrieden und sie schrieb, sie habe ihren Augen nicht getraut und musste die Zeilen mehrmals lesen, um zu glauben, was dort geschrieben steht. Weiter heißt es in ihrem Brief: Ich muss Sie deshalb bitten, diesen Schrieb, sollten Sie ihn bereits aus der Hand gegeben haben, sofort mit allen Kopien und diesem Teil eines Tonbandes aus dem Verkehr zu ziehen und mit mir zusammen diese äußerst peinliche Angelegenheit so stillschweigend als irgendwie möglich zu behandeln, wegen Desavouierung Ihrer Person. Und schließlich droht sie noch: Ich bitte Sie, mich raschest anzurufen, wann und wo wir 2 Stunden miteinander in den nächsten Tagen sprechen und diese leidige Angelegenheit bereinigen können. Ich werde bis dahin sicher mit niemandem darüber sprechen. Wenn das nicht rasch möglich ist, werde ich selbst im Rathaus etwas unternehmen müssen, was ich sehr ungern täte. Der Grund für ihren Unmut, so sagt sie selber, sei die Nennung einer, Zitat, seit 30 Jahren bestehenden sehr innigen Freundschaft mit einem Ostberliner Übersetzer. Weder sie noch er seien gefragt worden, ob ihnen eine Erwähnung in den Texten für das Rathausarchiv recht wäre. Und schließlich hätte das in einer Kurzbiografie, die rein sachliche und berufliche Fakten enthalte, ja auch gar nichts zu suchen. Bei diesem Ostberliner Übersetzer handelte es sich um Hans Wetzler. Hans Wetzler war in den Jahrzehnten nach der Trennung von Wilhelm Schütte wahrscheinlich der engste männliche Vertraute, den Margarete Schütte-Lihotzky hatte. Und hiervon zeugt ein sehr umfangreicher Briefwechsel, der völlig unsortiert in 2 Kisten im Archiv der Angewandten liegt. Er setzt 1962 ein und endet erst mit Wetzlers Tod im Jahr 1983. Entschuldigung. Aus diesem Briefwechsel geht eine sehr große Vertrautheit der beiden hervor. Es geht auch daraus hervor, dass sie sich gegenseitig
regelmäßig besuchten. Meist im Winter kam sie nach Berlin. Er hielt sich dagegen oft die Sommermonate bei ihr in Radstadt auf, in dem Ferienhaus. Und ob wir das jetzt nun eine sehr innige Freundschaft oder eine Lebenspartnerschaft nennen, ist hier sicher nebensächlich. Auffällig ist, dass es Schütte-Lihotzky gelungen ist, Hans Wetzler, also ganz anders als Wilhelm Schütte, aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Sie selbst erwähnt ihn überhaupt nicht in Texten, die sie veröffentlicht hat. Und auch in der Literatur über Margarete Schütte-Lihotzky spielt Hans Wetzler keinerlei Rolle. Was natürlich einerseits daran oder was auch daran liegen mag, dass die Zeit nach 1945 eben noch nicht so gut erforscht ist. Und wenn er dann doch mal, wie in Edith Friedels Buch über Lihotzky und Loos erwähnt wird, dann ist sein Name falsch geschrieben, nämlich wie die Stadt Wetzlar, und auch das Geburtsjahr ist nicht richtig. Hans Wetzler ist also der unbekannte Mann an Schütte-Lihotzkys Seite, wie ich diesen Vortrag im Untertitel genannt habe. Gleichwohl ist mir natürlich klar, dass er kein Phantom war und dass in ihrem privaten Umfeld er sehr wohl bekannt war. Und insofern sollte es Zeitzeuginnen, Zeitzeugen geben, die ihn kennengelernt haben, bin ich natürlich auch sehr froh über Hinweise zu seiner Person, zu Quellen zu seiner Person. Aber warum beschäftigen wir uns jetzt auf einer wissenschaftlichen Konferenz mit ihm? Das hat damit zu tun, dass Hans Wetzler, genau wie Margarete Schütte-Lihotzky, ein kommunistischer Intellektueller war. Er war durchaus eine öffentliche Figur. Er hat nicht nur übersetzt, er hat selber auch publiziert. Und vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Grund, gehörte er den politischen Netzwerken an, denen Margarete Schütte-Lihotzky eben nach 1945 auch angehörte und die für sie in dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle spielten. Ihre persönlichen Architektennetzwerke aus der Wiener Zeit der 20er Jahre waren weggebrochen, als sie zurück nach dem Krieg in die Stadt kam. Loos war tot, Neurath war tot, Ernst Egli hat nicht mehr in Wien gewohnt. Es gab diese Ausgrenzungssituation und insofern wurden eben die Netzwerke der Kommunistinnen und Kommunisten immer wichtiger. Und genau zu diesem Netzwerk gehörte eben auch Hans Wetzler. Die Historikerin Doris Danzer hat eine Studie über deutschsprachige kommunistische Intellektuelle verfasst und dort argumentiert, Zitat, dass soziale Beziehungen eine erhebliche Rolle für die lebenslange Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei spielten. Und wenn wir dieser These folgen, dann kommen wir eben nicht darum herum, uns mit Hans Wetzler, also einer dieser sozialen Beziehungen, die Margarete Schütte-Lihotzky hatte, uns mit ihm auseinanderzusetzen, vor allen Dingen, wenn wir eben ihren politischen Werdegang untersuchen wollen. In der wenigen Zeit, die mir jetzt noch bleibt, möchte ich dreierlei Dinge machen. Zunächst möchte ich versuchen, den Lebensweg von Hans Wetzler zu rekonstruieren anhand der wenigen Quellen, die ich habe. Dann möchte ich kurz auf die Gemeinsamkeiten in den beiden Biografien, also Schütte-Lihotzky und Wetzler, eingehen und zuletzt noch ein paar Sätze zur politischen Bedeutung von Hans Wetzler für Schütte-Lihotzky sagen. Meine wichtigsten Quellen zur Rekonstruktion ist zweifellos dieser Briefwechsel. Darüber hinaus habe ich kleinere Bestände aus dem Zentralen Parteiarchiv der KPÖ ausgewertet, einige kleine Bestände aus dem Berliner Bundesarchiv und da Wetzler lange in der DDR lebte, habe ich mich bei der Stasi-Unterlagenbehörde nach einer Akte erkundigt, die aber nicht besonders ergiebig war. Über die ersten Jahre von Hans Wetzler wissen wir fast gar nichts. Was wir wissen ist, dass er am 18. April 1905 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren wurde und dass er seine Kindheit und Jugend in Wien verbrachte. Selbst zu diesem Bild, was ich hier mitgebracht habe, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß noch nicht einmal, ob Hans Wetzler darauf zu sehen ist. Ich habe nur gedacht, das ist halt ganz schön. Es hat schon einen Grund. Dieses Bild befindet sich in diesem Konvolut der Briefe mit Hans Wetzler. Es ist allerdings nicht beschriftet. Was man noch weiß, ist, dass er eine jüngere Schwester hatte, Käthe Heller, wie sie später hieß,
die 1906 geboren wurde, also ein Jahr jünger war als er. Also insofern könnte es sein, dass es sich hier auf diesem Bild um Hans Wetzler und seine Schwester handelt. Etwas mehr ist bekannt über die Zeit ab 1929. Das ist das Jahr, in dem Hans Wetzler nach Paris übersiedelt, dort Teilhaber eines LKW-Unternehmens wird und wo eben dann auch seine Politisierung beginnt. Er spricht davon, dass es in den 30er Jahren, also dieser Politisierungsprozess stattgefunden hat. Das ist die Zeit, wo in Paris die Volksfrontregierung regiert, also die Koalition aus Sozialisten und Liberaldemokraten unter Premier Léon Blum, die von den Kommunisten unterstützt wurde. Eine Zeit, in der es sehr viele soziale Verbesserungen in Frankreich gab. Und man merkt auch, dass diese Zeit ihn politisch sehr stark geprägt hat. Also in späteren Texten bezieht er sich immer wieder positiv auf die Volksfront und vertritt auch immer wieder Positionen, die eben dieser Volksfront-Politik sehr ähnlich sind. Zu dieser Zeit ist Paris aber auch ein Ort des Exils, also ein Ort der zahlreichen Gegnerinnen und Gegnern des NS-Regimes Zuflucht bietet. Hans Wetzler soll Kontakt zu vielen dieser politischen Exilanten gehabt haben, soll darüber eben zur politischen Linken gekommen sein. Und es gibt Vermutungen, die ich aber leider überhaupt nicht belegen kann, dass er Margarete Schütte-Lihotzky hier zum ersten Mal begegnet ist. Sie hat sich selber 1937/38 in Paris aufgehalten. Was dann wiederum belegt ist, ist die Tatsache, dass er sich bei Kriegsbeginn als Freiwilliger bei der französischen Armee gemeldet hat. Mit der Armee kommt er 1940 nach Algerien, wird dort demobilisiert, also aus der Armee entlassen und arbeitet fortan als Journalist und Fotograf und tritt hier dann 1943 der Kommunistischen Partei Algeriens bei. Nach der Befreiung von Paris 1944 kehrte er dorthin zurück, tritt jetzt in die französische KP über und arbeitet als Redakteur einer kommunistischen Zeitung, bis er 1950 aus dem Land ausgewiesen wird. Ich weiß nicht warum, möglicherweise wegen seiner kommunistischen Tätigkeit. Es folgt ein kurzes, also sechsjähriges Intermezzo in seiner Heimatstadt Wien. Er tritt in die KP über. Wir können hier in diesem kleinen Schreiben entnehmen, dass er zu diesem Zeitpunkt diesen Übertritt beantragt hat. Er beginnt in dieser Zeit eine Tätigkeit als französischer Redakteur der Zeitschrift des Weltgewerkschaftsbundes. Der Weltgewerkschaftsbund, das ist der internationale Zusammenschluss der kommunistischen Gewerkschaften, also der Gewerkschaften des sowjetischen Einflussbereiches und zusätzlich eben der kommunistisch dominierten Gewerkschaften Westeuropas. Für diesen Weltgewerkschaftsbund siedelt er 1956 abermals über. Der verlegt 1956 seinen Sitz nach Prag. Wetzler geht mit nach Prag, wird bald Chefredakteur der Zeitschrift des Weltgewerkschaftsbundes, bis es 1963 zum Bruch kommt. Ich weiß nicht warum, wie so vieles. Wetzler tritt auf jeden Fall aus dem Weltgewerkschaftsbund aus und siedelt in die DDR, also in die dortige Hauptstadt Berlin über. Dort lebt er am Strausberger Platz 11. Das Foto ist tatsächlich aus der Zeit, als er dort gewohnt hat, 1968. Das Haus kann man nicht ganz erkennen, das ist sozusagen am ganz rechten Bildrand. Und das ist genau die Zeit, in der der intensive Briefkontakt mit Margarete Schütte-Lihotzky einsetzt. In dieser Zeit arbeitet er zunächst als Cheflektor für die französische Sprache bei der Liga für Völkerfreundschaft und später ist er dann freiberuflich tätig oder wie er 1971 an den österreichischen Kommunisten Horak, wahrscheinlich Leopold Horak, schreibt: Ich selbst führe hier mein gewohntes, freischaffendes, wie man hier sagt, Leben. Das heißt, ein Leben in relativer Unabhängigkeit und Disponibilität. In dieser Zeit übersetzt er beispielsweise den zweiten und dritten Band der Memoiren des französischen Kommunisten Jacques Duclos.
Das ist sozusagen eine Ausnahme, dieser Band, weil er meistens vom Deutschen ins Französische Übersetzungen tätigt. In diesem Fall ist es mal umgekehrt, vom Französischen ins Deutsche. Und es ist die Zeit, wo er eben weiterhin publizistisch tätig ist. Er schreibt etwa eine Broschüre für die KPO, Der übliche Weg zum Reichtum. Das ist sozusagen eine Einführungsbroschüre, sozusagen die marxistische Ökonomie erklärt. Oder er verfasst eben Aufsätze für kommunistische Periodika. Rechts ist sein letzter Aufsatz aus dem Jahr 1980 zu sehen. 1980, das ist die Zeit, wo er auch schon von einer schweren Krankheit gezeichnet ist, die schließlich dazu führt, dass er 3 Jahre später, am 6. Mai 1983, eben genau unter dem Eindruck dieser schweren Krankheit Suizid begeht. Vergleicht man jetzt die Lebenswege von Wetzlar und Schütte-Lihotzky, so gibt es einige auffällige Parallelen. Zuallererst ist da natürlich diese transnationale Erfahrung zu nennen, zu der wir ja auch morgen nochmal ein ganzes Panel haben werden. Beide verlassen mit Mitte, Ende 20 ihre Heimatstadt Wien. Er mit 24 geht nach Paris, sie mit 28 geht nach Frankfurt. Beide leben in den 30er Jahren in Paris. Beide erleben die Machtergreifung der Nazis und eben auch den Anschluss Österreichs oder die Angliederung Österreichs vom Ausland aus. Und beide entschließen sich, in den Widerstand oder gegen die Nationalsozialisten zu kämpfen. Also Margarete Schütte-Lihotzky geht in den Widerstand, Hans Wetzlar meldet sich freiwillig zur französischen Armee. Beide politisieren sich an Orten, die zu dieser Zeit bemerkenswerte sozialdemokratische Reformprojekte durchführen. Sie im Roten Wien der frühen 20er Jahre, er eben in Paris der Volksfrontregierung der 30er Jahre. Was auch auffällig ist, beide treten sehr spät in die Kommunistische Partei ein. Er ist schon 38 Jahre alt, sie ist 42 Jahre alt. Und das ist gerade bei dieser Alterskohorte der um 1900 Geborenen ungewöhnlich, weil die meisten in den 20er Jahren zur Kommunistischen Partei kommen, in der Zeit, wo die Kommunistische Partei sich eben im Aufschwung bewegt und wenige eigentlich so spät, was aber natürlich bei beiden eben auch mit dem Widerstand gegen Nationalsozialisten zu tun hat. Und das führt natürlich auch dazu, dieser Beitritt zur Kommunistischen Partei, dass beide kommunistische Parteien in verschiedenen Ländern kennenlernen. Und dementsprechend, und damit will ich zu dem letzten Punkt kommen, spielt Politik eine wichtige Rolle in der Beziehung der beiden. Einerseits über gemeinsame Netzwerke, sie gehören beide der KPÖ an, haben hier gemeinsame Kontakte, aber eben nicht nur politische Kontakte, sondern auch enge Freundschaften mit kommunistischen Intellektuellen, die eben auch in der KPÖ organisiert sind. Zu nennen sind hier vor allen Dingen einerseits der Wiener Philosoph Walter Hollitscher und seine Frau Violetta. Hollitscher war von 1965 bis 1977 Mitglied des ZK der KPÖ, hatte zwischen 1965 und 1984 eine Gastprofessur in Leipzig, weswegen die Hollitschers sich eben sehr häufig in der DDR aufhielten, sich häufig dann eben mit Hans Wetzlar oder, wenn Margarete Schütte-Lihotzky dort war, mit beiden trafen. Hier haben wir ein Foto, was man sehr genau datieren kann, auf den Mai 1971. Man kann es deswegen so genau datieren, weil Hans Wetzlar in einem Brief an Margarete diesen Zoobesuch schildert, wie Violetta eben das Löwenbaby auf den Schoß nimmt und die beiden Männer sich daneben setzen. Ein anderes Ehepaar, mit denen die beiden befreundet sind, sind die Rappoports, der Biochemiker Samuel Mitja und die Medizinerin Ingeborg, die beide nach dem Krieg kurz in Wien gelebt haben, aber wegen sozusagen mangelnder Karriereaussichten in die DDR übersiedelten, weil sie Kommunisten waren und jetzt eben dort in ihren Fächern Professuren innehatten. Ich habe es eingangs gesagt, diese politischen Netzwerke waren für Schütte-Lihotzky in den Jahrzehnten nach dem Krieg sehr wichtig.
eben gerade wegen der Ausgrenzung, die viele Kommunistinnen und Kommunisten in Österreich erfahren haben. Es war sozusagen eine Art Wagenburg-Mentalität unter den kommunistischen Intellektuellen, die diese Ausgrenzung erfahren haben und sind deswegen auch sicherlich ein zentraler Grund für Schütte-Lihotzkys lebenslange Zugehörigkeit zur kommunistischen Bewegung, also auch über die Jahre 1989-90 hinaus, was bemerkenswert ist, weil das natürlich die Zeit ist, wo viele KPÖ-Mitglieder, also nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, viele KPÖ-Mitglieder die Partei verlassen. Margarete Schütte-Lihotzky bleibt bis zu ihrem Tod Mitglied. Auch in den Briefen, ich habe es eben schon erwähnt, spielt Politik eine Rolle. Leider ist der überlieferte Briefwechsel keineswegs ausgewogen. Es ist zwar ein relativ ausführlicher Briefwechsel, aber der größte Teil der Briefe stammt von Hans Wetzler. Nur vielleicht 5-10% sind von Schütte-Lihotzky. Und insofern ist natürlich ihre Reaktion auf viele Sachen, die er schreibt, nicht überliefert. Gleichwohl ist mein Eindruck, dass in den wesentlichen politischen Fragen sie sozusagen sehr ähnliche Positionen vertreten. Ich hatte das schon mal in einem Aufsatz mir angeschaut, wie Margarete Schütte-Lihotzky auf die Reformbewegung Prager Frühling und so reagiert hat, da doch eher eine orthodoxe Haltung gehabt hat. Und genau das lässt sich eben auch bei Hans Wetzler erkennen. Aber das müsste man natürlich nochmal vertiefend untersuchen, sozusagen an einzelnen Punkten, ob es da Überschneidungen noch in anderen Fragen gibt. Ich will stattdessen jetzt nochmal kurz auf einen Punkt kommen, der ein bisschen an dem Vortrag von Bernadette Reinhold heute Morgen anknüpft, also sozusagen, wie wird Biografie, Autobiografie, wie entsteht das? Ich habe jetzt sozusagen nur einen kurzen Punkt dazu, nämlich dass Hans Wetzler selber dieses Vorhaben von Margarete Schütte-Lihotzky sehr unterstützt hat. Also man findet immer wieder entsprechende Passagen in den Briefen, wo er sagt, du musst unbedingt deine Erinnerungen aufschreiben für spätere Generationen. Und sogar in seinem Abschiedsbrief, den er eben kurz vor seinem Suizid an sie verfasst hat, der natürlich zu großen Teilen sehr persönlich ist, gibt es einen kurzen Absatz, wo er auf dieses Thema kommt und wo auch nochmal deutlich wird, welche Rolle er ihr als kommunistische Intellektuelle zuschreibt. Er schreibt nämlich, du musst dich mit aller Kraft für deine Arbeit erhalten, das heißt die Arbeit für die Nachkommenden. Deine Vergangenheit, deine Parteierfahrung, deine Lebensweisheit sollst du bis aufs Letzte einsetzen. Niemand kann noch aus persönlichen Erleben über das Moskau der 30er Jahre, Klammer auf, das Moskau der stalinistischen Säuberung, Klammer zu, aussagen und so berichtigend einwirken. Ja, ich muss zum Ende kommen, habe vieles nur anreißen können. Trotzdem hoffe ich, dass es deutlich geworden ist, dass Hans Wetzler nicht nur Margarete Schütte-Lihotzkys Lebensgefährte war, sondern eben ihr Genosse, ihr politischer Austauschpartner und dass seine Rolle für die Biografie Schütte-Lihotzkys bislang völlig zu Unrecht von der Forschung ausgeblendet wurde. Vielen Dank. Ich möchte Ihre Energie nicht noch länger auf die Folter spannen. Vielleicht zwei prinzipielle Sätze zu dem, was wir jetzt eben aus den vier Beiträgen gehört haben. Es sind jetzt, abgesehen von Otto Neurath, der nämlich eine sehr prominente Figur ist, sind das durchaus alles Figuren, die auch bei Herbert Eichholzer letztlich eigentlich im Schatten der Wahrnehmung waren und in verschiedenen Kontexten jetzt wieder zum Vorschein kommen. Hans Wetzler ist da sozusagen ein Extremfall dann auch noch mit diesem Brief. Das, was sie alle verbindet, ist, abgesehen von dem Engagement in Architektur, es handelt sich hier um Architekten, beziehungsweise bis auf Wetzler, aber um Architekten, beziehungsweise bei Neurath in der Siedlerbewegung, sind die politischen Bezüge. Das heißt durchaus die Sozialisierung im Roten Wien, wo Neurath mit dieser engen, auch persönlichen Freundschaft sicher wichtig war. Für mich stellt sich jetzt
Neurath sozusagen in einer Antiposition als wie Sozialfaschist und in seiner kritischen Haltung der Sowjetunion gegenüber die Frage, oder das wäre so ein gemeinsamer Bogen, den verschiedene Leute hier vielleicht noch besser beantworten können, ist diese Position als in ihrer Verfasstheit als Kommunisten, also sozusagen in der kommunistischen Bewegung. Wir haben ja die Facetten, Antje Grossi hat sozusagen auch von Naivität, mit der bis zum gewissen Grad in den Widerstand reingegangen ist, aber auch bei Wilhelm Schütte, der ja auch sehr prononzierter Kommunist war, auch wenn wir wenig über ihn wissen, bis hin zu Wetzlar, der definitiv dann noch in die Armee geht. Also das sind verschiedene Zugänge, aber letztlich diese Wagenburg-Mentalität, die hier ist. Meine Frage ist jetzt, gibt es einen gemeinsamen Nenner, der sich hier durchzieht? Es geht ja schließlich auch um die KPÖ. Wie ist die mit der Comintern und so weiter verbunden? Neurath wäre ja sozusagen jetzt die Antithese hier dazu. Oder ist die Frage einfach zu tiefgehend, weil die Quellen nicht vorhanden sind? Das wäre mein Beitrag. Eine Frage. Sonst bitte ich um Fragen aus dem Publikum. Wir würden sie jetzt einfach mal so machen, dass wir die vielleicht sammeln und dann gesammelt einfach besprechen. Bitte. Ich habe eine Frage an David Baum zu Schütte und seiner Auseinandersetzung oder Bekanntschaft oder dem Austausch, ich weiß nicht genau, was es ist, das ist sozusagen meine Frage mit Franz Kade, dem Franz Kade, ja, dem sagt mir nichts dann. Kade hattest du ihn nicht Kaufmann erwähnt? Gibt es? F.K.? F.K., das ist Fritz Kasen, der Pädagoge, der mit Bruno Taut die erste Gesamtschule für Deutschland in Berlin-Neukölln geplant hat. Ah, okay, dann ist das sozusagen ein Fehlschluss von mir gewesen, weil ich dachte an Franz Kade, der über Schulbauten mit Kaufmann im Austausch war und ich habe mich gefragt, ob es den Austausch sozusagen auch mit Schütte gab, also könnte in Netzwerken zu denken. Laut dir auch Franz Kade sein. Ich nehme an, es ist schon Fritz Kasen, da Schütte mit Fritz Kasen gemeinsam Artikel publiziert hat, also benachbart jeweils. Und praktische Pädagogik in Frankfurt unterrichtet hat, auch genau während der Zeit der Schulplanung im neuen Frankfurt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fritz Kasen ist, weil Bruno Taut und Fritz Kasen die Schule in Berlin geplant haben und die Frankfurter dann ähnliche Konzepte in einer anderen Form aus Berlin nach Frankfurt übernommen haben. Also, aber es wäre vielleicht interessant, sonst zu dem Kade auch nochmal nachzufragen, wenn Kaufmann mit ihm über Schulen im Austausch ist und auch publiziert hat, das ist ja auch die Zeit. Ne? Nee, danke für den Tipp. Vielleicht, wenn es was, ich weiß nicht. Marcel, ich habe eine Frage an dich. Du hast über eben Beziehungsgeflechte, Intellektuelle, die waren jetzt sozusagen eher aus einer anderen Wissenschaft, also wie Schütte, Lihotzky, wie schaut es mit den Architektinnen aus in der DDR zu der Zeit? Haben die auch zu diesem Kreis gehört oder hast du da irgendwie was herausfinden können? Magst du gleich? Sammeln wir, gut. Thomas Flierl, glaube ich. Ich wollte zunächst nur die Informationen korrigieren aus der Kommentarenakte. Ich habe gleich nochmal nachgesehen. Also es ist ein Fink und ein Konrad. Konrad ist Hermann Köhler und Fink ist mir noch nicht identifiziert. Also es sind Codenamen von Leuten, die in die Türkei gefahren sind und sich über den Zustand der KPÖ-Auslandsgruppe informiert haben und diese Einschätzung über beide Schüttes geben. Und zwar, wie bitte? Genau, wunderbar. Also dann haben wir das schon aufgeklärt. Er berichtet jedenfalls, dass der dortige Mann, und das ist dann möglicherweise Herbert Eichholzer, auch diese Einschätzung teilte. Aber die Berichte werden verfasst zu einem Zeitpunkt, wo Herbert Eichholzer schon wieder die Türkei verlassen hat. Also nur, um das richtig zu stellen. Aber die Akte kommt trotzdem. Also es gibt doch keine Quelle von Eichholzer direkt zu der Schütte.
Das ist auch zu den Adressen, die Margarete Schütte-Lohotzky regelmäßig besuchte, auch die Hermann Henselmanns gehören. Er und sie, die gleich gegenüber auf der anderen Seite des Strausberger Platzes wohnten, beziehungsweise dann etwas später auch woanders, die hielten Kontakt. Und insbesondere auch Irene Henselmann, Isi, war also sozusagen sehr gut mit ihr vertraut. Aber meines Wissens gab es keine direkten persönlichen Beziehungen zu Frauenarchitektinnen, wie überhaupt das Verhältnis zu gleichaltrigen, couragierten Frauen wir so gut wie vermissen. Also es gibt eine Definition als Frau, als gleichberechtigt, als gleich kompetent, als sogar in der Beziehung die Beständige, wo man sich einhakt, aber es gibt eigentlich keine Netzwerke oder keine Solidarisierungsform von Frauen. Sie hat immer diesen Gestus des Kulturhebenden, Kulturbringenden, also unter Vorwegnahme Morgia-Geschichten, ohne das weiter auszuführen. Sie berichtet dann aus Moskau, dass sie gesellschaftliche Arbeit leistet und zum Beispiel eben den Kopistinnen in ihrem Arbeitsbüro Unterricht gibt. Und nicht nur in Sachen, wie man richtig kopiert, also wie man richtig technisch zeichnet, was erbärmlich gewesen sein muss, weil man muss alles selber machen, die können gar nichts, sondern dass sie sozusagen in einer allgemeinen Bildungsbeflissenheit sozusagen so eine kulturhebende Funktion hat. Das ist eigentlich die Wahrnehmung, die sie auch gegenüber den eigenen sozusagen Geschlechtsgenossinnen da vertritt. Wir alle kennen ja die Texte über das Kirgis-Mädel, was eben die Mauer 5 oder 10 Zentimeter woanders hinsetzt und eben gerade vom Nomadendasein zur Bauarbeiterin wurde und ähnliche Dinge. Also diese Kulturdifferenz, dieses Schichtenmodell von Kultur, dieses Zivilisierungsmotiv, das spielt, glaube ich, lebenslang eine große Rolle. Ich möchte gerne auf ein Foto eingehen, das du gezeigt hast von Japan, diesen Besuch bei Bruno Taut. Und da gibt es den interessanten Isaburo Ueno, der auch auf diesem Bild drauf war. Und das ist deshalb eine interessante Figur, weil das der Ehemann einer österreichischen, von der Felix Rix war, die ja eine der wenigen ist, die dann nach Japan geheiratet hat. Also der war ja in Wien, um an der Kunstgewerbeschule auch noch zu studieren. Und ist dann, gekommen aus Deutschland und ist dann, und sie ist dann mit ihm nach Japan gegangen. Und es gibt dann immer wieder Berichte. Sie kommt ja immer wieder nach Wien zurück, hat einen sehr engen Kontakt mit Hoffmann und das ist schon ganz interessant, dass da dieser Kontakt wieder Dolmetschte, der ist dann auch unterwegs als Dolmetscher gewesen. Ja, genau, quasi. Und dass das wieder aufgegriffen wurde. Also das ist ja so ein ganz spezieller Kontakt nach Japan, von dem es ja von Wien aus sehr wenige gibt. Ja. Ja, ich finde es auch besonders, dass die Schüttes mit einer der frühen Besucher waren, weil der Hype kam dann erst nach dem Krieg, glaube ich, wo Gropius auch darauf eingestiegen ist und Corbusier und eigentlich der Entdecker war der Taute. Sophie Hochheisel. Vielleicht führt das jetzt auch zu weit, dass Schütte-Lohotzky, glaube ich, sehr gut mit Helena Sirkus befreundet war, die eine Architektin und Widerstandskämpferin in Polen war in der Nachkriegszeit, sowie auch Mary Pepczynski schreibt, dass Carola Bloch und Schütte-Lohotzky eine Freundschaft, aber auch sehr kompetitiv miteinander waren. Und dann wäre natürlich, also es ist keine Architektin, aber auch noch Helene Weigel-Brecht, glaube ich, zu nennen, so im Frauennetzwerk sozusagen der Kommunistinnen über Österreich hinaus. Damit hat sich so zum Teil jetzt schon ein bisschen die Frage nach den Beziehungen zu DDR-Architektinnen beantwortet. Bitte, Marcel, du wolltest noch. Da gab es noch eine Meldung. Da. Warte schon, bitte. Ich hätte ein Statement zum Otto Neurath. Im Wien-Museum war ja 2012 eine Ausstellung zur Wiener Werkbundsiedlung und da habe ich den Artikel gelesen, Josef Frank und Otto Neurath hatten das Glückskonzept entwickelt. Die Leute in der Werkbundsiedlung sollten sich ihr Glück finden. Jetzt will der Zufall, dass ich seit ein paar Jahren selber in der Werkbundsiedlung wohne,
eine Frau, der Zufall. Und die Werkbundsiedlung ist ja 2011, 12 und bis 15 renoviert worden. Und einmal hat der Chefarchitekt von der Sanierungsfirma, haben sie ein Gespräch mit den Bewohnern gesucht. Und da habe ich ihm gesagt, was ich gelesen habe, dass man eben sich sein Glück finden soll. Seine Antwort war, jetzt geht das nicht mehr. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Mich würde grundsätzlich interessieren, vielleicht die beiden Veranstalter, Veranstalterinnen zu fragen, was sie zu der Sektion bewogen hat. Also weil es könnte ja auch Margarete Schütte-Lihotzky und ihre Männer heißen. Also was ist und also weil die Beziehungen, die hier vorgestellt wurden, Begegnungen, wobei ich weiß nicht, ob Schütte-Lihotzky und Schütte tatsächlich nur eine Begegnung war, aber vielleicht auch viel mehr, höchst unterschiedliche Qualitäten haben. Also Qualitäten der Dauer, auch das, was sie sozusagen wechselseitig bewirkt haben. Und in der Netzwerkforschung wird ja von Strong and Weak Ties gesprochen. Das heißt, wenn wir uns das als diagrammatische Übersetzung oder in eine Netzwerkvisualisierung vorstellen würden, wären nicht alle Linien gleich dick oder gleich dünn oder gleich ausgeprägt. Deshalb würde mich schon interessieren, was sagt uns das? Also was sagt uns diese Sektion? Was war der Anlass? Also ist es überhaupt mehr zu erfahren über Schütte-Lihotzky, ihren Horizont, wie sie gearbeitet hat, wie lässt sich das auch unterschiedlich noch also gemeinsam sehen, was hier vorgestellt wurde, wie ist das vielleicht auch noch vernetzt oder auch nicht, also mich würde einfach interessieren, was so sozusagen das große Ganze ist, was sie dazu bewegt hat oder euch dazu bewegt hat, diese Sektion so zu planen. Sehen? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann sollen wir nach der Reihe dann mal das beantworten von vorne oder von hinten. Ich denke, die Frage nach den DDR-Architektinnen hat sich bis zum gewissen Grad jetzt beantwortet und bedarf wahrscheinlich noch einiger Quellenforschung. Vielleicht, was ich da noch interessant finde, ist jetzt die Bemerkung über dieses Glückskonzept und eigentlich dieses Parallelleben von Neurath, das da auch aufgezeigt wurde. Vielleicht können Sie da dazu noch was sagen. Also Neurath hat das Glückskonzept nicht gemeinsam mit Josef Frank entwickelt, sondern das war von Anfang an eigentlich ein zentraler Bestandteil seiner Philosophie. Er hat ja auch selber davon, also er hat sich sehr stark auf Epikur dabei bezogen und hat das auch entwickelt und hat dann später auch versucht, den Marxismus, den er in dieser Hinsicht als defizitär eigentlich auch empfunden hat und kritisiert hat, den hat er interpretiert als eine Art Sozialepikureismus, so hat er das genannt. Also das war von Anfang an eine sehr zentrale Rolle in seiner Philosophie, wenn man so will, gespielt. Und das hat er eigentlich auch bis zum Schluss durchgehalten. Das hat sich nicht nur in Fragen der Architektur und des Wohnungsbaus gezeigt, sondern eigentlich in allen wesentlichen Themen, in denen er tätig war, auch in der Sozialisierung, der Gemeinwirtschaft. Also das Glück, das ist gewissermaßen so eine Art Kontinuum, das überall oft auch bei Neurath. Also insofern könnte man ihn vielleicht sogar als Glücksphilosophen bezeichnen. Und dann wollte ich ganz kurz noch, wenn ich jetzt schon dran bin, dann nutze ich die Gelegenheit noch für einen Satz, weil ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob diese Frage an mich gerichtet war mit Neurath als Antithese oder so, also da war ich mir nicht ganz sicher. Ich wollte nur sagen, also so hundertprozentig schlüssig ist das mit der Antithese nicht, also es stimmt natürlich für diese Begegnung 1937 nach allem, was wir da wissen, was wir nur aus Zeugnissen retrospektiv sozusagen kennen. Aber Neurath war auch nicht immer ein entschiedener Gegner der Sowjetunion, sondern im Gegenteil, er war am Anfang ja sogar sehr begeistert, dass die sowjetischen Stellen bereit waren, die Wiener Methode der Bildstatistik zu übernehmen. Da hat er sogar einen begeisterten Artikel dazu geschrieben. Er hat sich nur Zeit seines Lebens, und das gilt auch schon für die Zeit,
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Er hat sich nur Zeit seines Lebens eigentlich immer in einer gewissen Distanz zu den kommunistischen Parteien gehalten, denen er auch schon 1919 einen gewissen Hang zur Repression zugeschrieben hat. Also das wollte ich nur so ergänzend sagen. Also er war nicht von Anfang an antisowjetisch eingestellt, sondern er hatte wie viele Linke, auch viele Linke in der Sozialdemokratie, zumindest eine gewisse Faszination für das Projekt eines sozialistischen Aufbaus. Und er war natürlich sehr stark interessiert an der Sozialisierung als Konzept. Das wollte ich noch ergänzen. Vielleicht darf ich dann die Frage noch ganz kurz an die Antje Grossi weitergeben, weil Eichholzer ja in der Sowjetunion war und offensichtlich enttäuscht von dort zurückgekehrt ist. Welche Beweggründe waren das, weil er dann ja später sozusagen nicht in den kommunistischen Widerstand geht? Ja, Eichholzer war ja nur ganz kurz in der Sowjetunion, also 3 Monate, und tatsächlich schreibt er eben auch, dass er enttäuscht gewesen sei. Er schreibt das auch in Grazer Tageszeitungen, und zwar aufgrund der elenden Lebensbedingungen, schreibt er, und dann vor allem aber auch aufgrund der Arbeitsverhältnisse für Architekten. Also da, das führt er aber jetzt nicht weiter aus. Was er interessant ist seine Einschätzung des architektonischen Wandels in dieser Zeit. 1932 beginnt das ja, also er sagt, es ist jetzt ein Zurück, so wie ein Pendelschlag zurück zu einem solideren Bauen. Also es werden wieder die alten Techniken, die alten Fertigkeiten geschätzt, und das sieht er als Chance für die Architektur und kritisiert quasi indirekt die konstruktivistischen Projekte der früheren Zeit, die er auch in Graz bei Ausstellungen gesehen hat, und sagt, also es ist gut, dass diese Zeit des Konstruktivismus überwunden ist und dass man jetzt wieder zurückkommt zu eben diesem traditionelleren Bauen. Allerdings sieht er die Gefahr eines neuen Historismus aufkommen, und den kritisiert er also in seinem kurzen Text zum sozialistischen Gedanken im neuen Bauen. Ist für ihn Historismus ist also mit kapitalistischen Ideen konnotiert. Er spricht von Raubritterarchitektur. Also es ist so ein bisschen ein ambivalenter Kritik, so ein Kritikgemenge. Möglicherweise war er einfach auch mit dieser Lebenssituation, wo er zum Teil auch wenig Aufträge hatte, unzufrieden und ist zurück nach Graz. Ja, vielleicht dann zu der Frage von Burcu Dogramaci, die wir haben jetzt da kurz noch geflüstert, weil es in den Untiefen der Konzeption oder Untiefen natürlich ein Thema war. Ich habe das, glaube ich, irgendwann einmal im Verlauf der Tagung auch gesagt, wie wir dieses Panel benennen. Es hätte mit gutem Recht auch Beziehungen heißen können, wobei das natürlich ein sehr, sehr viel stärkeres Wort ist, und uns klar war, mit dem Anspruch auf neuere Kunst. Man hätte zum Beispiel auch durchaus einen Vortrag zu ohne weiteres mit sehr tollen Leuten zu Loos und Schütte machen können, oder zu Bruno Taut. Das wäre auch eine Idee gewesen ursprünglich von uns, diese Position zu stärken. Aber ein bisschen weniger beleuchtete Punkte zu beleuchten, also Beziehungen, Begegnungen, beziehungsweise gerade auch diese Schattenpositionen jetzt aus dem aus der biografischen Selbstkonstruktion, würde ich mal sagen, heraus, wie es jetzt auch immer wieder aufgetaucht ist. Es sind ganz stark, oder es sind vorwiegend Männer, die hier auftauchen. Also die weiblichen Beziehungsfelder sind, haben wir jetzt auch gehört, schwierig. Und es war dann letztlich eigentlich der Entschluss, möglichst neue Perspektiven da reinzubringen. Bei Wilhelm Schütte, wie man sieht, ist das zum Teil trotz seiner sehr weitreichenden Tätigkeit, steht er definitiv auch in der Rezeption, oder wenn man vom Kanon in der Kunstgeschichte, Architekturgeschichte spricht, eigentlich im Schatten. Und bei Wetzler, glaube ich, ist ganz extrem. Ne? Also vielleicht direkt daran anknüpfend, einerseits hat es natürlich
auch noch dazu, damit zu tun, dass es eben neuere biografische Forschungen jetzt gibt, also die Arbeit von David Baum zu Wilhelm Schütte, das Buch zu Otto Neurath, Wetzler, der bei mir halt eine Rolle spielt, das waren natürlich auch Gründe. Und ich glaube, man muss auch ehrlich sagen, es hat natürlich auch tagungsstrukturelle Gründe. Wir hätten wahrscheinlich die einzelnen Vorträge auch in andere Sektionen unterbringen können, also beispielsweise in der Widerstandssektion, beispielsweise in der Sektion die politische Schütte-Lihotzky. Aber man muss natürlich auch zusehen, dass die einzelnen Sektionen nicht zu riesig werden. Und deswegen hatten wir uns dann eben entschieden, da eine eigene Sektion zuzumachen. Ich wollte jetzt noch zu zwei, drei Punkten etwas sagen. Also zur DDR haben wir ja auch morgen noch den Vortrag, den vorgelesenen Vortrag von Carla Aßmann zur Tätigkeit an der Bauakademie in Ostberlin. Also da wird vielleicht auch nochmal einiges kommen. Was mir aufgefallen ist, das mag jetzt nicht immer gelten, aber doch relativ häufig in diesen Frauennetzwerken, in denen Schütte-Lihotzky drin war, dass es sich ganz oft um jüngere Frauen handelte. Also tatsächlich sie selten mit Frauen des gleichen Alters agiert hat. Und ich habe noch ein relativ spannendes Interview mit Ingeborg Rappoport führen können, ein Jahr vor ihrem Tod, wo sie auch, also sie ist ja auch ungefähr 15 Jahre jünger als Schütte-Lihotzky gewesen, und wo sie sozusagen das auch beschrieben hat, es war nie ein Verhältnis auf Augenhöhe, obwohl sie sich über Jahrzehnte kannten, hatte sie immer das Gefühl, das war eher so ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen den beiden. Zu einem weiteren Punkt, was mir jetzt schon ein paar Mal, also nicht nur in diesem Panel, gekommen ist, wenn wir über diese Netzwerke und die Begegnungen von Schütte-Lihotzky reden, dann ist doch auffällig, dass eigentlich die Quellen, die wir haben, zum größten Teil von ihr stammen. Also das ist jetzt im Fall von Wetzler nicht so, aber in allen oder fast allen anderen Fällen stammen die Beschreibungen von ihr. Das ist bei Neurath so, das ist bei Loos so. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie die Leute überlebt hat, aber ich glaube, das muss man schon auch kritisch reflektieren, dass sie natürlich gewisserweise auch die Hoheit über die Narrative zu diesen Personen hat. Zuletzt zu deiner Frage nach dem gemeinsamen Nenner. Also für mich wäre der gemeinsame Nenner dieser vier Personen, dass sie alles vier Personen waren, die einen wichtigen Beitrag in der Politisierungs- und nicht nur Politisierung, in der politischen Biografie Schütte-Lihotzkys gespielt haben. Otto Neurath ist derjenige, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass sie zur Sozialdemokratie, der Sozialdemokratie beitritt, dass sie sich im Roten Wien politisiert. Mit Wilhelm Schütte geht sie den Weg zum Kommunismus, ist in der Sowjetunion und beide treten eben gemeinsam in die Kommunistische Partei Österreichs ein. Mit Eichholzer eint sie eben diese Widerstandserfahrung und Hans Wetzler ist dann eben der Mann, mit dem sie die KPÖ nach 1945 erlebt und diskutiert. Also das wäre zumindest für mich ein ganz starker gemeinsamer Nenner. Bitte, Anne Kuhr. Also es scheint auf jeden Fall so, dass vor allem ihre Politisierung oder vielleicht erscheint es auch nur durch dieses Panel jetzt, dass ihre Politisierung immer sehr stark mit sozialen Beziehungen, Begegnungen, Verbindungen verbunden ist und weniger mit theoretischer Auseinandersetzung. Also es gibt ja von Philipp Felsch, der jetzt an der AU in Berlin ist, also an der Humboldt-Universität, er schreibt ja über 1968, dass es weniger um die Theorien ging und mehr um praktisch die Situation, also so, er geht ja situationistisch da heran, dass er sagt, Lesekreise, auch Partys, WGs, Kommunen, also diese Orte und vor allem sozialen Bewegungen eine sehr große Rolle in Politisierungsbewegungen gespielt haben, jetzt für 68, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert oder mir ist halt so aufgefallen, vielleicht aber, weil das auch als Panel so konstruiert war, dass halt so soziale Beziehungen eine sehr starke Rolle bei ihr gespielt haben. Und dann fand ich aber, dass so ein bisschen wieder so ein Bruch drin war,
weil du am Ende hast du ja dieses Zitat über die 1930er Jahre, also die Zeit der stalinistischen Säuberung, dass sie auch, und was auch bei Otto Neurath auffällt, dass es ja zum Bruch kam, um diese Moskau-Erfahrung und diesen Dogmatismus, den sie ja gleichzeitig wiederum vertritt, dass sie das entweder sich nicht distanziert, was ja viele in den 50er Jahren auch machen, oder sich damit so kritisch auseinandersetzt. Also dieses auf der einen Seite dieses Dogmatische in ihrer politischen Vita, dass sie auch an der KPÖ oder an der Kommunistischen Partei als auch an der Sowjetunion festhält und gleichzeitig dieser, das soziale Moment der Beziehung, dass die ja schon sehr eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube, das läuft auf mehreren Ebenen. Günter Sandner hat das gerade erzählt, also die Faszination für die Sowjetunion. Und eine Frage, die jetzt gar noch nicht gestellt wurde, war, warum Grete Schütte-Lihotzky und Wilhelm Schütte ausgerechnet 1939 der Partei beitreten mit dem Hitler-Stalin-Pakt, wo Marcel Bois hat das heute in der Früh bei einem Radiointerview auf den Punkt gebracht, zehntausende Kommunisten und Kommunistinnen eigentlich vom Glauben abgefallen sind. Du hast das damals so pointiert formuliert. Für Eichholzer eigentlich dasselbe. Das andere ist in einem auch Aufsatz von Marcel, behandelt er diese Frage. Die Sowjetunion wurde, glaube ich, nicht nur über die sozialen Netzwerke, sondern auch über Filme, zum Beispiel Panzerkreuzer Potemkin, du bist da sicher der bessere Auskunftgeber und so weiter, also so angefeuert. Das heißt, das sind, glaube ich, viele verschiedene, eben dass dieses Panel jetzt so stark das konstruiert, das eines. Mir scheint jetzt nochmal mit unserer Antwort auf Burcu Dogramacis Frage nach den starken und den schwachen Beziehungsfäden, die es gibt. Im Fall zum Beispiel bei Wilhelm Stütte ist es ein sehr starker Faden, der aber ganz schwach eigentlich transportiert wurde bislang. Ja, also das heißt, es ist eine ganz starke fast Widersprüchlichkeit in diesem Verhältnis drinnen, das wir jetzt so auch nicht auflösen, aber wichtig waren. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Geburtshelfer. Ja, sie braucht diese Männer, um zu bestimmten Dingen zu kommen. Aber ich denke, vielleicht gibt es ja anderes, was sich da noch dranhängen lässt. Also eben dieses Zusammenarbeiten, das kann ja auch nicht jede und jeder. Ja, was bedeutet das eigentlich, dass auch teilweise die Handschriften verschmelzen, ja, dass Möbelstücke von der einen oder dem anderen stammen können. Und ich denke, vielleicht gibt es ja bestimmte Themen, die sich daran auch festmachen lassen, damit es eben über dieses Sozial oder es fiel auch mal das Wort Einfluss, was ich ganz problematisch finde, wenn, dann sind es wahrscheinlich eher Wechselbeziehungen, was darüber hinausweisen könnte, ja, weil die Frage ist immer, wohin führt uns das, was wir hier besprechen und diskutieren, ja, welchen anderen Blick lässt das Ganze zu, also es soll jetzt gar nicht so, es klingt jetzt so kritisch, ich finde es ja total spannend, was ich gehört habe, aber ich versuche dann immer nachzudenken, wohin führt das Ganze, ja, also gibt es da vielleicht auch noch über diesen ganz speziellen Fall, weil es klang ja auch an, es könnten noch andere Beispiele kommen, hinaus etwas, ja, also und da denke ich, ist wirklich sowas wie Zusammenarbeit oder auch andere Themen, die hier angeklungen sind, sicherlich sehr, sehr wichtig. Oder das, ich meine, er war ja Übersetzer, ja, also und da denke ich auch, das Übersetzen, vielleicht ist das auch ein Thema. Ja. Das war jetzt vielleicht ein ganz schönes Schlussstatement, außer jemand hat noch ganz unbedingt das Bedürfnis, sonst danke ich Ihnen für Ihr Durchhalten und vor allem Ihr Interesse und Mitdiskutieren und wir sehen uns morgen für alle, die Zeit und Lust haben und hoffentlich das Interesse am Vormittag zum nächsten Teil unserer Tagung. Dankeschön.